Ihr habt lang genug gewartet, aber jetzt sind wir da. 40K Kings of the Hill, jetzt gibt's die Bars. Mach den Airbrush an und dann base die Figur. Pack die Würfel in den Sack und dann straight auf die Tour. Fahr nach Wertburg, Berlin, München oder Hamburg. Spellica, TTM, egal welcher Standort. Hauptsache zocken, je härter, desto besser. Battle Rap Tactics, jede Woche fresher. Normal! Wir feuern Bolter wie ein Space Marine. Danach wechseln wir, entspannen dir, Soundtrack-Dream. Du kannst machen, was du willst, wir killen ein Screen. Kings of the Hill, kommen wir nicht mit War Machine. Genau, deswegen machen wir es jetzt einfach professionell. Wir starten schon mal rein. Einen wunderschönen guten Abend, liebe 40K-Athleten. Schön, dass ihr einschaltet, dass ihr Donnerstag sagt, hey, da ziehen wir uns mal den Pharao hier rein. Mein Name ist Ramses von den Kings of the Hill, euer Channel, wenn es natürlich um 40K im deutschsprachigen Raum geht. Generell ist mir jetzt einfach auch wieder bewusst geworden, dass so viele von euch da draußen noch Tipps brauchen, einfach generell Hilfe brauchen und nicht immer genau wissen, was sie alles machen, wenn sie 40K spielen. Und von daher habe ich mir jetzt erstmal gesagt, möchte ich diesen Donnerstag, wenn ich dann auch immer donnerstags twitche, nutzen, um, also ich nenne das Format jetzt erstmal David gegen Goliath, das fand ich ganz geil, also danke für denjenigen, der mir es vorgeschlagen hat. Und das Thema, ich glaube Harald war das, wenn ich mich sogar täusche, und das Thema ist, was kann ich heute als Anfänger gegen Top-Armeen tun? Oder als nicht so erfahrener Spieler und so weiter und so fort. Und was wir jetzt hier machen werden, ist, wir schauen uns mal, ah, ist mir die Mucke hier ein bisschen zu laut, wir schauen uns die Top-Fraktion an. Schauen, was sind quasi, sage ich mal, so die Konzepte, die man dort sieht, generell und vor allem auch, ja, wie funktionieren die so ein bisschen, wie kann ich erstmal die Armee verstehen und was kann ich dann selber auch als Spieler dagegen tun. Ich habe jetzt zweimal irgendwie gehört, dass das hier so aufgebringt hat. Ich glaube, das ist ein Amazon-Sub. Also zweimal, wer das war, vielen, vielen Dank. Oder irgendwas ist da passiert. Das ist auf jeden Fall Support für uns und für mich. Das freut mich sehr, wer das gemacht hat. Vielen, vielen Dank. Liebe geht raus. Ich weiß gar nicht, warum man das jetzt hier gerade sieht. Aber in jedem Fall geile Meile, Leute. Genau. Und jetzt haben wir auch zum ersten Mal im Chat am Start. Ach, ein Follow ist das. Cool. Der Kevko84, guten Abend. Das Thema ist genau perfekt für mich, da ich mich zu Astra Militarum als Neuanstieg ins 40K-Universum entschieden habe. Sehr schön, schön, dass du da bist. Und Mülli, geil, dass du auch da bist. Harald als Profi, danke, dass du mich jetzt da aufklärst, was das jetzt ist. Geil, okay. Mit dem, liebe Freunde, starten wir rein. Und zwar habe ich natürlich für euch etwas hier Schönes vorbereitet. Sobald ihr irgendwas nicht seht oder so, sagt mir gerne Bescheid. Sobald ihr etwas nicht versteht, sagt mir Bescheid. Sobald ihr irgendetwas braucht, ich habe den Chat hier auf jeden Fall auch im Auge. Und damit gehen wir rein. Also, wir haben jetzt heute, gucke ich mal rauf, wir haben den 9. November 2023, 10. Edition. Wir haben schon zwei, glaube ich, Balanced Data Slates hinter uns. Und aktuell haben sich folgende vier Fraktionen rausgekristallisiert. Generell möchte ich noch natürlich einen Disclaimer hinzufügen. Leute, ich bin zwar jemand, der recht viel spielt, der auch ein bisschen Erfahrung hat, aber alles, was ich sage und tue, ist meine eigene Meinung. Ich habe nicht die Weisheit irgendwie mit den Löffeln gegessen. Es ist nur meine beste Empfehlung. Ich mache auch Fehler und so weiter und so fort. Also deswegen seht es mir nach, wenn mal was nicht stimmt. Ich gebe einfach nur mein Bestes und will euch und allen anderen so viel helfen, wie es quasi geht. Genau. Mit dem würde ich jetzt sagen, gibt es vier Fraktionen aktuell, die sich herauskristallisiert haben, die gute Turnierergebnisse im Schnitt einfahren, die starke Konzepte stellen können und vor allem auch Konzepte, die viele Leute einfach generell auch gerne spielen. Sorry. Da haben wir einmal, ihr seht es, ich hoffe, ihr seht die Präsentation. Einmal bitte nochmal bestätigen. Wir haben natürlich die Elder, die jetzt schon die zweite Nerfkeule hinter sich haben und immer noch sehr, sehr stark. Ich beziehe das auf Europa, das örtliche, ja, aber man sieht eigentlich auch in den USA ähnliche Sachen. Aber ich würde erstmal sagen, auf Europa, und wenn ihr hier spielt, seid ihr ja auch in Europa. Deswegen würde ich das erstmal so vielleicht unterschreiben, wie du es sagst. Wir sehen Elder nach wie vor richtig krass am Performen, vor allem in fähigen Händen. Chaos ist der neueste heiße Scheiß, weil, das werde ich auch gleich nochmal drauf eingehen und erklären, warum. Aber die Konzepte ähneln sich schon sehr, sehr stark. Das ist immer nicht so ein gutes Zeichen. Wir sehen Marines, relativ klar, einmal die meistvertretenste Fraktion generell, hat jeder zu Hause, habe ich auch. Und die haben ja auch schon den ersten Kodex jetzt bekommen, nach den Tyras meine ich, und sind dementsprechend auch am Start. Und überraschenderweise Orks sind auf jeden Fall auch oben vertreten, aus den verschiedensten Gründen, genau.
Bitte einmal noch bestätigen, dass ihr die Präsentation seht. Das würde mich sonst, das wäre sonst ein bisschen fail, wenn ich das jetzt hier mache. Aber müsstet ihr eigentlich sehen. Ich gucke jetzt nochmal. Ja, okay, seht ihr. Perfekt, alles klar. Gut, dann machen wir weiter im Programm. Und zwar starten wir rein. Generell ist es erstmal wichtig, dass ihr euch als Spieler die Frage stellt, wie, was ihr, sag ich mal, dafür tut. Ach, scheiße, das sieht man jetzt nicht richtig. Okay, das muss ich nochmal kleiner machen. Eine Sekunde, Leute. Ups. Oder so seht ihr das, ne? Ja, so seht ihr das. So lassen wir es so. Also, wichtig ist, sich die Frage zu stellen, was kann ich selber als Spieler eigentlich tun? Okay, perfekt, dass du die Konzepte gesehen hast. Gehen wir gleich drauf ein. Was kann ich als Spieler selber tun, um irgendwie das Spiel zu gewinnen? Ja, habe ich mir jetzt einfach mal 5 Punkte ausgedacht. Das erste ist sozusagen die Primary, die primär gespielte Mission. Da gehen wir auch gleich noch auf ein paar Dinge ein. Ja, das ist einfach so, wenn ihr jetzt recht neu in diesem Spiel seid, gibt es Objective Marker, die liegen auf dem Feld. Das sind meistens so Kreise oder so kleine Casino-Chips. Und da geht es darum, dass man die am Anfang seiner Kommandophase hält, um dort schon mal Punkte einzusammeln. Mal 5, mal 2x5, 3x5 und manchmal auch nur 4 oder 3, je nachdem wie es ist. Aber da kommen wir gleich zu. Das zweite sind Sekundärmissionen. Das ist aktuell, wie der Name schon sagt, Missionen, aus denen man von einem Pool wählen kann, wozu man zusätzlich scoren kann. Das ist auch wichtig. Und da hat man so ein bisschen mehr Vielfalt. Da kommt es wirklich darauf an, was kann eure Armee gut. Und da gibt es 2 Grundsätze, die ihr machen könnt. Einmal könnt ihr sagen, hey, in diesem Kartendeck, in diesem Pool, möchte ich einfach spontan immer daraus ziehen. Also ihr mischt sie einfach vom Spiel, dann zieht ihr jede Runde 2 Karten. Oder, da gibt es, glaube ich, 8 Karten, meine ich, jetzt aus dem Kopf, nagel mich nicht fest, die fixe Missionen spielen können. Dann nehmt ihr die, müsst diese quasi jede Runde machen. Und kriegt dann aber auch einen Punkt weniger, als wenn ihr quasi das Zufallsprinzip wählen würdet. Einen schönen guten Abend, Mellies Minis. Genau. Und das beides hat Vor- und Nachteile. Man muss halt wissen, was man da nehmen will. Aber das kann man machen. Und wichtig hierbei ist auch zu sagen, einmal bei Primary-Missionen könnt ihr bis zu 50 Punkte scoren. Bei den Sekundärmissionen könnt ihr maximal 40 Punkte scoren. Und je nachdem, was ihr wählt, wenn ihr nur auf 2 Fixe einigt, dann nur 20 pro Secondary. Und dann kriegt man natürlich nochmal 10 Bemalpunkte und kommt so insgesamt auf 100 Punkte. Einen schönen guten Abend, Krux40k. Der dritte Punkt ist die eigene Liste. Ist natürlich ganz klar. Schreibt ihr selber eine Liste, verfolgt ihr ein bestimmtes Konzept, nehmt ihr von jemand anderes eine Liste, was auch immer da, was euch immer da auch treibt, ist aber ein großer Faktor, der natürlich das meiste irgendwo hier auch beeinflusst. Die eigene Liste wird am Ende auch entscheiden, in den meisten Fällen, ob ihr quasi dieses Zufallsziehen im Tactical-Modus macht oder ob ihr euch für fixe Objectives, sag ich mal, entscheidet. So, und dann kommen wir so, sag ich mal, in einen kleinen bisschen erweiterten Kreis, was man so tun kann. Das ist der Punkt Nummer 4. Und das ist die richtigen Fragen stellen, einmal vor dem Spiel. Und dadurch am Ende die gegnerische Liste auch ungefähr verstehen. Ich gehe jetzt einfach mal, also mein Beispiel ist hier auch für diese Reihe, sag ich mal, der Familienvater, der natürlich Kinder hat, der arbeitet, der eine Frau hat, die vielleicht auch noch arbeitet, der quasi ein ganz normales Leben führt, aber 40k-Fan ist und gerne spielt und so im besten Falle einmal die Woche, aber wahrscheinlich eher 2-mal im Monat so sein Spiel auf dem Freitag irgendwie macht mit einem Kumpel und da zockt und vielleicht sogar 1-2-mal im Jahr sagt, Mensch, ich gehe jetzt auch nochmal auf ein Turnier. Sei es ein Eintagesturnier, sei es mal was Großes, um da auch irgendwie mit den Leuten abzuhängen. Das ist so die Sache, aber das ist quasi so die Zielgruppe hier. Wenn ihr sonst erweiterte Fragen habt, könnt ihr mich sonst auch immer da gerne anhauen. Ich mache das nach bestem Wissen und Gewissen. Und der 5. Punkt ist, ja, ich nenne es jetzt der heilige Gral, dass man selber Punkte scored, egal ob primär oder sekundär. Und dass man sich auch noch quasi einen Schritt weiter überlegt, wie kann ich es schaffen, dass der Gegner nicht so gut scored, nicht so gut Punkte macht. Das ist natürlich die Wombo-Kombo, die ist da richtig, richtig stark. Bis hierhin erstmal einmal bitte, macht das alles Sinn, was ich sage? Habe ich einen Punkt vergessen? Könnt ihr gerne einmal reinhauen, ob das vielleicht euch so schon mal weiterhilft, erstmal sich darüber Gedanken zu machen. Moin, Matey Z. Luisa, ich grüße dich auch. Genau. Bisschen spät. Ja, 8 Uhr, komm. Bist ja volljährig, ne? So, okay. Ich nehme das erstmal, Schweigen nehme ich immer als Ja. Und wenn Harald folgen kann, dann sowieso. Gut, gehen wir mal weiter rein.
Gehen wir zu dem ersten Boogeyman in diesem Raum, und zwar sind das die Craft World Elder. Die Craft World Elder haben aktuell noch keinen eigenen Kodex. Die beziehen sich auf den Index, der am Anfang rausgekommen ist, wo quasi für jede Fraktion Grundregeln einfach schon mal drin sind. Die meisten Datasheets, also die meisten Einheiten auch drin sind und mit eigenen Fähigkeiten und so weiter und so fort. Bei Elder ist es so, die wurden ja schon zweimal angefasst, weil die einfach viel zu stark waren. Wie funktionieren die generell? Das kann man auch sagen. Die haben sozusagen Fate Dice. Also Schicksalswürfel heißt es, glaube ich, oder irgendwie so ähnlich. Ich glaube, 12 Würfel würfeln sie am Anfang des Spiels. Und je nachdem, was sie würfeln, behalten sie diese, wie sie da so liegen, und können diese dann einmal pro Phase einsetzen. Ja, einfaches Beispiel, da liegen jetzt von jedem etwas. Der Elder bewegt sich und sagt, ich möchte dafür nicht würfeln, sondern ich nehme einfach jetzt hier eine 4 raus, um irgendwie irgendwo hinzukommen, wo ich sein will. Und hat dann in der Bewegungsphase einen Würfel davon benutzt. Er darf dann keinen weiteren mehr nehmen. In der Schussphase sagt er sich auch, oh, ich muss hier irgendwie Anzahl der Würfel nehmen für Schüsse. Also nehme ich hier direkt eine 6 und möchte erst gar nicht würfeln. Und dann hat er direkt 6 Schüsse als Beispiel. Oder beim Verwunden oder. Darf dann aber keinen weiteren mehr in der Phase nutzen. Das ist so deren Fähigkeit. Sie dürfen diese Würfel auch nochmal würfen, diese ganzen 12. Aber dann nehmen sie einen raus, wenn ihnen das Ergebnis nicht passt. Und das können sie beliebig wiederholen, müssen aber immer nur einen Würfel rausnehmen. Das ist so die eine Fähigkeit, die sie haben. Ich grüße dich, Floco. Schön, dass du da bist. Und die zweite Fähigkeit, die die Elder haben als Chapter jetzt aktuell, das ist der Battle Host, ist, dass sie immer einen Treffer und einen Verwundungswurf haben. Wiederholungswurf haben. Umsonst. Das ist halt mega stark. Wann ist das mega stark? Vor allem, wenn ich Waffen habe, die nicht viele Schuss haben. Also Laserkanonen mit hoher Stärke, ne? 2 Schuss irgendwie. Schon eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich einen treffen kann. Mit einem Reroll dann beide. Ich wunde auf die 2, auf die 3. Ist immer eine hohe Chance, diese Schüsse in Wunden zu verwandeln. Das macht die halt super, super stark. Das erstmal generell zu den Elder. Wir haben ja schon verschiedene Konzepte gesehen. Am Anfang einer Edition kommen natürlich die blödesten Sachen raus. Da wurden halt diese richtig titanischen Sache, dieser Phantomritter etc. genommen. Aber aktuell ist es so, weil sie in vielen Punkten angefasst worden sind, also wirklich in den Kosten, dass sich, sag ich mal, der Grundstock nicht so sehr geändert hat, aber die Einheitenanzahl hat sich verändert, und zwar nach unten. Und das bedeutet auch im Umkehrschluss, dass sie immer noch stark sind, aber dass sie weniger Einheiten haben und die Listen dadurch deutlich technischer werden. Und wenn sobald eine Liste technisch werdet, dann ist die Chance höher, dass ein unerfahrener Spieler damit nicht mehr so gut performt, weil ein unerfahrener Spieler natürlich eher dazu neigt, Fehler zu machen, als zum Beispiel ein sehr erfahrener Spieler wie von den Kings of Dill Matthias, der jetzt gerade das Raccoon Rumble gewonnen hat. Nur als Beispiel. Was man über Elder auch noch wissen muss, ist, dass die 2 super starke Stratagems haben. Die haben mehrere, aber eigentlich sind 2 maßgeblich. Das erste Stratagem ist Phantasm. Das bedeutet, Ende der Bewegungsphase von einem selbst darf sich der Elder bis zu 7 Zoll bewegen. Ja, für 1 CP. Das haben sie auch schon ein bisschen angefasst. Das dürfen mittlerweile nur noch Infanterieeinheiten machen, meine ich. Also keine dicken Dinger mehr, keine Monster und so weiter und so fort. Aber es ist trotzdem so fürs Gehirn immer eine kleine Herausforderung, weil ja, man immer irgendwie, man bewegt sich irgendwo hin und dann sagt der Elder, okay, bist du fertig mit der Bewegung? Ja, okay, dann bewege ich mich nochmal weg. Da muss man schon so ein bisschen Planung haben. Und das zweite ist für 2 CPs, einmal, also CPs sind Kommandopunkte, um Strategie, also Strategieoptionen freizuschalten, nach dem Schießen irgendwann in der Bewegungsphase sich nochmal zu bewegen. Man sieht jetzt schon, Elder spielen ganz viel mit, sag ich mal, so Trickery, also mit Tricks, also mit diesen Würfeln, mit CPs und mit diesen Strategien, die ihnen unheimlich viel Bewegung geben. Das muss man sich einfach als Neuling, als Anfänger so ein bisschen vor Augen halten, ja. Es ist jetzt ein bisschen viel, vielleicht erstmal, aber ich muss das erwähnen, wenn ihr darauf treffen werdet, werden diese Sachen safe auch passieren. Wenn es jetzt gerade so ein bisschen zu schnell war, keine Sorge, ich werde mir überlegen, das auch nochmal vielleicht auf YouTube zu bringen als Wiederholung. Guckt es euch nochmal an. Das soll so ein Video sein, das zumindest für die Zeit, wo Elder jetzt stark sind, könnt ihr euch das jetzt über die nächsten Monate, zumindest bis Januar, noch angucken. Gehen wir mal in die Listen rein. Jetzt kann ich mal hier mein geiles Tool rausholen. Und zwar, wo ist denn das? Ich bin nämlich der Lehrer jetzt hier. Geil. Nochmal der Test jetzt hier. Ja, da guckt ihr jetzt, ne? Oder? Seht ihr den roten Strich? Seht ihr, ne? Und zack. Oh, wie? Ne, scheiße. Ist jetzt nicht weg. Und zack ist er weg. Habt ihr den Strich gesehen?
Ist doch immer wichtig, sonst macht das ganze Zeit in dir keinen Sinn. Okay, perfekt, alles klar. Danke, Floko. Nee. So, wie ist eigentlich ist man jetzt wie so ein Lehrer in der Schule, ne? Wo man jetzt hofft, dass immer ein, zwei Schüler mitarbeiten. Also, was haben wir hier am Start? Wir haben einmal den Autarch Wayleaper hier oben am Start. Ganz wichtig. Der hat eine ganz simple Aufgabe. Der kostet, ja, 140 Punkte mit der Erweiterung, die ihr dort seht. Aber der gibt einfach, ohne dass der Elder was machen muss, ihm immer einfach einen extra CP in seiner Kommandophase. Das heißt, der kriegt immer pro Schlachtrunde insgesamt 3 CP. Super mächtig. Ja? Dann, ich mach das hier mal ein bisschen größer. Und zwar so. Ups. Na, komm schon. So, nach dem Wayleaper haben wir als nächstes die Kombination aus 4 Charakteren. Die seht ihr hier. Und fangen wir mal an. Wir haben Fuegan, also am Start. Warum nehmen den viele? Weil der eine super Schussattacke hat, aber der hat ähnlich wie der Autarch Wayleaper oben eine Fähigkeit, die in ihn eingebaut ist, dass er auf die 2 plus Ende der Phase aufsteht. Ja? Das heißt, was viele Elder-Spieler machen ist, sie nehmen diesen Autarch oben, der ihnen CP gibt und stellen ihn irgendwo am Rand vom Feld, weil der auch ein Lone Operator ist. Das heißt, ihr könnt ihn nicht angreifen, solange ihr in 12 Zoll seid. Ja, also wollt ihr ihn abschießen, müsst ihr auch 12 Zoll ran. Nach eurer Bewegungsphase hat er theoretisch immer die Chance, nochmal abzuhauen. Was man dagegen machen kann, kommen wir gleich nochmal dazu. Und dann hat er dieses Phoenix Gem auf die 2 plus Ende der Phase. Solltet ihr ihn im Beschuss erlegt haben, kommt er auf die 2 plus einmal pro Spiel am Ende wieder. Das gleiche hat Fuegan auch. Das heißt, das ist super, um einen Marker, also eines dieser Objective-Marker auf dem Feld zu halten für den Elder. Dann hat man den Solitär dabei, der ist für 115 Punkte super günstig. Der ist auch ein Lone Operator, das heißt, man kann ihn auch nur auf 12 Zoll angehen. Und dementsprechend ist er ziemlich schwer zu beschießen, ist meistens versteckt. Und wenn er Bock hat anzugreifen, dann macht er einen Blitz mit 2W6. Mit seinem Advance kommt er ziemlich weit übers Feld. Und der hat auch meines Erachtens Precision, das heißt, der kann eure Charaktere in euren Trupps so ein bisschen rauspicken. Dann haben wir einen Spirit Seer am Start, der kommt in die Wraithguard später rein. Mit den Fates Messenger, das heißt, er darf immer einen Würfel auf die 6 drehen, pro Zug. Oder pro Phase, meine ich, wenn ich mich täusche. Und dann haben wir eins der, wie soll ich das sagen, eins der Modelle, die euren Kopf am meisten beschäftigen, und zwar ist das der Inkarn. Der ist jetzt schon recht teuer geworden auf 350 Punkte, aber immer noch super stark. Der darf sich einmal pro Phase weg, irgendwo hin teleportieren, nicht in den Nahkampf rein, aber dorthin, wo eine Einheit gestorben ist. Ist halt super mächtig, kommen wir gleich zu, wofür der benutzt wird. Aber der ist am Ende dafür da, um quasi einen Gegner zu sezieren, gezielt irgendwo eine Einheit töten, dann den Inkarn dahin beamen und sobald dann die Angriffsphase ist, greift er an und haut nochmal zu, schießt und was auch immer. Dann haben wir hier, machen wir mal die Charaktere weg. Wir haben hier dann ein Modell und nicht eine Einheit. Ein Modell? Ich glaube eine Einheit, meine ich. Also es ist nicht so, dass du einen 10-Mann-Trupp hast, du schießt ein Modell raus und da kommt der Inkarn hin. Ich meine, das ist eine Einheit, das wäre ein bisschen zu wild. Genau, muss man aber nochmal, kann ja vielleicht einer mal nochmal kurz recherchieren und nachgucken. Dann haben wir unter dem Inkarn eine Einheit. Guck mal, der God of War ist am Stissel. Dreimal, also echt leider so ein bisschen dämlich, den Nightspinner. Luisa, ich bin mir da nicht so sicher. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du einen 10-Mann-Trupp hast und dann stirbt er einen und dann kannst du ihn dahin beamen. Sondern natürlich, wenn du einen Charakter wegtötest und der ist eine einzelne Einheit, dann kann der derjenige dahin. Aber ich muss es nochmal nachlesen, aber kann mir nicht vorstellen, dass es nur ein Modell von einem Mehr-Modell-Trupp ist. Dreimal Nightspinner, schießt indirekt 48 Zoll auf die Vieren mit einem Reroll, steckt 7. Kein Durchschlag und 6, also der darf alle Wunden wiederholen und 6 beim Wunden machen halt 2 tödliche Wunden. Super stark. Und was das Schlimmste aber daran ist, die Einheit kriegt minus 2 auf Bewegung und darf einfach nicht sich, darf nicht vorrücken, nicht advancen. Das ist halt super krass. Das ist direkt der Killer für Custodes, die Advance und Charge brauchen. Das ist auch schlecht für Orks, die mit Schweinereitern nach vorne wollen. Die dürfen sich zwar trotzdem normal bewegen, aber dürfen halt einfach dann nicht mehr advancen. Das ist super krass. Das ist gegen alles, was eigentlich auch ein bisschen Movement haben will und hält damit quasi den Gegner immer so richtig entfernt. Dann sehen wir hier zweimal Rangers. Die können einfach im Niemandsland stehen, versteckt. Die kann man beschießen und wenn du in 9 Zoll zu denen kommst, darfst du dich nochmal wie 6 Zoll bewegen. Eine indirekte Waffe hier mit D3 Schuss,
die jetzt sogar Heavy. Da sind zum Beispiel dieser Reroll ist sehr gut, sehr, sehr effizient. Einmal Swooping Hawks. Nehmen wir mal weiter. Sind wir jetzt auf dieser Seite hier für Missionsspiel. Und dann, worum sich nach dem Inkarn die ganze Armee dreht, ist quasi diese Einheit. Wraithguard. Das sind 10 Leute, wo, wenn einer stirbt in der Kommandophase durch den Spirit Seer, und zwar der Kollege hier, immer einer kostenlos aufgestellt werden kann. Und die schießen 18 Zoll. Jetzt lasst euch aber von diesen 18 Zoll nicht immer täuschen. Weil man könnte jetzt sagen, okay, die bewegen sich 6 Zoll und dann haben sie 18 Zoll und dann schießen sie 24 Zoll. Aber da muss man eigentlich in der Regel immer diesen Phantasm, also quasi das Stratagem, mit einbeziehen. Das sind nochmal 6 Zoll, also haben sie eigentlich immer so eine 30 Zoll Bedrohungsreichweite. Sind Infanterie, können nicht Wände durchgehen. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Einheit, die quasi 10 Laserkanonen schießt, um es einfach mal kurz zu sagen, mit super viel Stärke, super viel Durchschlag und W6 tödliche Wunden, theoretisch auch auf die 6 und hast nicht gesehen. Aber das ist im Grunde die Armee. Einen schönen guten Abend, Duschradio, und die Dayfly ist mir gefolgt, Kevko gefolgt und Kroatos sind gefolgt und vor 2 Stunden der Todi. Vielen, vielen Dank, dass ihr gefolgt seid. Auch hier gebe ich Gas. Guck mal, wir sind jetzt schon über 400, jetzt greifen wir die 500 an. Gefällt mir sehr. So Leute, jetzt habe ich mir Folgendes überlegt, und zwar habe ich mir jetzt gedacht, okay, jetzt habt ihr die Liste gesehen, ich habe ein paar Sachen dazu gesagt, also fassen wir nochmal zusammen, was kann diese Liste? Diese Liste hat alleine schon per Default durch die Stratagems und alles erstmal super viel Bewegung und sie ist sehr, sehr effizient. Das, was sie schießt, schießt gut, trifft gut, wundet gut und tötet meistens punktuell. Jetzt ist die Frage, das können sich bewegen, können sich wegbewegen, können mit dir so ein Katzen-Maus-Spiel spielen und ist sehr beweglich, wenn sie will. Jetzt ist die Frage, was an euch vielleicht auch, könnt ihr gerne mal reinhauen, wenn ich was auch vergesse oder so. Was mag diese Liste denn nicht? Was kann diese Liste nicht? Halte ich mal eine Sekunde oder ein paar Sekunden inne, vielleicht schreibt der ein oder andere was da rein. Das ist nicht die Liste. Ist das die Liste von Bellmann? Kann sein, dass sie das ist, ja. Also, Lisa schreibt, es bleibt editionsübergreifend gleich. Elder mögen es nicht, wenn man denen vor die Nase springt. Harald Nahkampf, ja, geht so. Kommt drauf an, wer mit wem. Der Inkan mag das. Viel Obsec, eben nicht. Genau, da kommen wir schon in die richtige Richtung. Diese Liste hat sehr wenig OC. Das heißt, alles, was man jetzt hier so spielt, außer, also die Fahrzeuge natürlich und der Inkan, die haben glaube ich OC 2 und 3, das kannst du haben. Aber alle anderen sag ich mal, Modelle haben hier Objective Control Wert 1. Ja, nicht verlieren, das habe ich am Wochenende jetzt anders gesehen. Ich habe dreimal gegen Elder gespielt, habe die 3x20-0, genau so eine Listen habe ich 3x20-0 mit Orks besiegt, sagen wir mal so. Was wollte ich jetzt sagen? Objective Control Wert für diejenigen unter euch, die es nicht wissen. Also ich habe ja jetzt am Anfang gesagt, man hat diese 6 Marker auf dem Feld oder 5 Marker, wie auch immer, und man soll diese kontrollieren. Und dieser wird immer kontrolliert, indem man Modelle draufstellt natürlich. Und jedes Modell hat einen OC-Wert, Objective Control. Und wer mehr drauf hat, kontrolliert das Objekt am Ende einer Phase. Ganz wichtig. So, und diese Liste mag 2 Dinge vor allem nicht. Jemand hat schon richtig gesagt, wenn man hier vor die Nase springt und direkt da reingeht, weil man... Also ihr seht, ihr habt viel Blast auch Waffen dabei. Blast heißt hier so multiple Schüsse. Wenn man 5 Modelle mehr hat, kriegen sie mehr. Oder auch diese Support-Kanone. Dann können sie nicht mehr so gut schießen. Auf was anderes können sie nicht mehr so gut wehren, können sie auch nicht mehr so gut bewegen. Sie können halt theoretisch nur mit einer Einheit dann irgendwie zurückfallen, angreifen, schießen und so weiter und so fort. Das andere, aber was das Wichtigste meines Erachtens ist, was diese Liste nicht so gut kann oder mag, ist auf den Objective-Markern stehen. Also, wir schauen uns jetzt mal hier diese Map an. Jetzt muss ich mal wieder hier mein Dingens hier rausholen. Kann ich es noch größer machen? Zack. Ja, ein bisschen so. Das geht noch. So vielleicht. Geil. Okay, so. Ihr seht jetzt, die grünen Kreise sind die Objective Marker. Und in diesem Fall Search and Destroy seht ihr oben, ich nenne es immer Ring der Lust. Ihr seht auch diesen Ring der Lust hier in der Mitte. Ist eine Viertelaufstellung, das heißt, der eine Spieler steht hier. Packen wir mal hier den Elder hin. Und ihr steht dann hier. Ja, lassen wir einfach mal so. Machen wir mal X. So. Und ich glaube, wir können jetzt hier auch schon mal reingehen.
was jetzt auch die Missionen sind und so weiter und so fort. In diesem Beispiel jetzt hier haben wir, die Aufstellungsart ist Search and Destroy, habe ich erklärt. Wir haben Priority Targets. Das bedeutet, dass man, glaube ich, meine ich, nur 10 Punkte pro Runde scoren kann. Das heißt, ihr kriegt für jeden dieser Dinger, die ihr haltet, am Anfang eurer Command-Phase, außer in der ersten Runde natürlich, 5 Punkte bis zu maximal 10. Und der zweite Punkt ist, Hidden Supplies, der Mittelmarker verschwindet. Und dann kommen hier ein Marker hin und hier ein Marker. So. Ihr habt jetzt die Liste, wenn ihr sie jetzt nochmal anschaut, wir gehen dann nochmal zurück. Ihr habt jetzt, wenn ihr diese Liste euch anguckt, habt ihr erstmal versucht, ihr selber ein bisschen die Liste zu verstehen. Das ist der erste Punkt. Okay, was kann die, was macht die? Ihr habt hier eine indirekte Geschichte, da könnt ihr eigentlich erstmal gar nichts gegen machen. Was ihr aber beachten müsst, ist schon mal hier, also ihr habt die indirekte Geschichte, ihr habt Charaktere, die ihr eben nicht beschießen könnt, die sind alle hier oben. Ihr habt einen besonderen Charakter, der ist hier, der wartet nur darauf, dass etwas von euch stirbt, damit er dahin kann. Und hier auf der rechten Seite, also das hier ist, sag ich mal, alles so Missionsplay ein bisschen. Und hier unten ist der Hauptschaden der Liste. So könnt ihr euch das schon mal so ein bisschen einteilen. Geiles Kunstwerk an dieser Stelle auf jeden Fall. Das ist erstmal so, was ihr an dieser Liste verstehen müsst. Dann müsst ihr von vornherein direkt beachten, die Kombi, dass indirekt hier von euch was getötet werden kann, damit der Lurch aktiv werden kann, der Incarn. Da müsst ihr drauf aufpassen. Das bedeutet, eine der ersten Sachen ist schon mal, packt in eurer Homebase nichts Weiches auf irgendwie dahin, was direkt weggeknallt wird, sodass dann der Incarn da reinkommt und euch irgendwie euer Hinterfeld da irgendwie aufmischt. Das ist schon mal eine der Sachen. Ein Beispiel war hier vorher zum Beispiel, man hat irgendwie so eine kleine, auch eine Artilleriegeschichte der Marines, Thunderfire Cannon oder irgendeinen kleinen Fünfertrupp, der beschossen werden kann, der wird direkt weggeschossen und wenn er es will, bringt er dann den Incarn dahin und dann habt ihr den bei euch und dann macht er das so, dass es am Ende seiner Phase ist, ihr könnt ihn nicht mehr angreifen, habt nichts Cooles da in der Gegend und dann ist der Elder dran und dann geht er bei euch da rein und macht da Riesentheater. Darauf müsst ihr achten. Genau, das ist so erstmal, um die Liste dahingehend zu verstehen. Das heißt, wir hatten gesagt, aber einer der beliebtesten Punkte ist, primär zu spielen. Rambazamba, genau. Das Problem ist jetzt, die erste Mission hier ist kein gutes Beispiel, weil das die einzige Mission ist, wo Elder richtig Bock drauf haben. Ja? Warum haben die da richtig Bock drauf? Die müssten sich nicht so auf primär fixieren, weil sie sagen, ey komm, weißt du was, ich halte jetzt jede Runde nur zwei Marker, also hier liegt ja einer noch und der andere liegt hier. Und dann sagen sie sich, ja, ich halte irgendwie immer meinen Heimatmarker und irgendwie den hier in der Mitte oder den. Und den Rest überlasse ich dir, du kannst machen, was du willst. Und wenn, sobald du irgendwie von hier quasi hier hinkommst, dann nutze ich meine ganzen Optionen und hau ab, schieße, beweg mich nochmal und hast du nicht gesehen. Ja? Und vor allem eine Wraith Guard, die kann man jetzt zum Beispiel, kann er locker hier Press On an die Kante stellen, als Beispiel mal. Ihr seid dran, ne? Ihr macht eure Sachen. Schön, Rafa, grüß dich. Das ist schön, dass du da bist. Mal angenommen, ihr kriegt jetzt hier durch keinen Winkel oder so. Dann stellt er sie hier hin, nachdem ihr euch bewegt habt. Kann dann irgendwie hier hingehen oder hier hingehen. Schießt mit denen irgendwie was ab, bedroht die Marker und dann versteckt er sich wieder. Das heißt, wenn ihr keinen Plan habt, wie ihr mit der Wraithguard des Gegners umgehen sollt, dann ignoriert die erstmal und konzentriert euch nur auf euer Game. Das heißt, in dieser Mission, wenn der Elder auch so spielt, macht das Gleiche. Im besten Fall habt ihr den zweiten Zug, weil am Ende wird auch nochmal gescored, ganz am Ende des Spiels. Und lasst euch hier nicht irgendwie reindrücken, dass der Gegner irgendwie mehrere Marker als ihr kontrolliert. Fokussiert euch nur irgendwie, wenn ihr könnt. Also bei dieser Map ist es auch ein bisschen schwer, aber in diesem Fall versucht irgendwie den hier zu halten und den hier, vorausgesetzt ihr startet hier unten. Und versucht einfach, den Schaden so ein bisschen zu vermeiden. Ihr könnt mit Reserven arbeiten, das ist ein schönes Mittel, weil sobald er sich ein bisschen verteilt auch, er kann dieses Phantasm, also dieses nochmal bewegen in der Bewegungsphase, nur für eine Einheit immer nutzen. Deswegen ist es immer ganz geil, wenn man sagt, okay, ich bedrohe zwei verschiedene Einheiten von dir als Elder-Spieler. Das heißt, du musst dich für eine entscheiden und die andere schnappe ich mir. Das ist schon mal so ganz gut, vielleicht als Tipp. Das war jetzt so auf dieser Map. Genau, hier ist halt wirklich ein bisschen schwierig. Versucht mit Reserven zu arbeiten, wenn es geht. Stellt nur toughes Zeug. Benutzt Transporter, weil die kriegen diese indirekten Dinger, die haben keinen Durchschlag. Die Transporter können da relativ gut überleben. Kommt das Zeug da draus.
Das ist immer auch eine valide Geschichte. Ein Trick könnte auch sein, ihr sagt, okay, ihr stellt euch ja quasi bis hier auf. Zack, zack. Und wenn ihr jetzt hier einen Transporter habt, als Beispiel, der Elder wird in der ersten Runde nicht einen Winkel irgendwie hier rauf bekommen können. Dann sagt ihr in eurer Runde einfach, ich stelle mich mit dem Transporter hier rauf. Da wird der Winkel drauf bekommen. Schießt den kaputt, aber ganz nah an die Wand ran. Und dann steigt der Inhalt hier aus. Na, geht das? Ihr wisst aber, was ich meine, ne? Das ist zum Beispiel immer ein ziemlich einfacher Trick, einfach auch, dass man sagt, okay, der Transporter ist dann leider weg, aber der Inhalt kriegt vielleicht eine tödliche Wunde ab, ist okay, aber ihr stellt euch dann da auf den Marker und seid dann da erstmal safe und scoret auf jeden Fall weiter eure 10, das ist immer ganz wichtig. Und für den Elder, das ist auch nochmal irgendwie ganz interessant, man denkt immer so, oh, die Liste Elder und die schießen dann auch so hart, aber wenn ihr euch das mal echt zu Gemüte führt, haben wir hier echt nur in Anführungsstrichen, was echt hart schießt, sind diese indirekten Typen und halt eine Kanone, aber je nachdem, wo er die hinstellt, 24 Zoll, das ist die Bedrohung nur und der Schaden. Der Rest ist echt, die Wraithguard muss alles hier carryen, also alles tragen und der Incarn hat die Verantwortung. Der Rest ist nur für CP und für Missionen und hast du nicht gesehen. Wie ist das Tempo, wie ich es erkläre und wie ist die Komplexität? Wenn ihr mir das einmal bitte in den Chat schreiben könntet, ob das so klar geht, das wird mir helfen. Soll ich es noch einfacher erklären oder Sachen anders machen? Ich starte das, ihr könnt euch darauf verlassen, dass ich das jetzt immer donnerstags den Fokus auf Anfänger, Neulinge legen werde, aber ihr müsst mir mich ein bisschen unterstützen und helfen, wie ich den Style am besten rüberbringe. Okay, passt. Hat Fuegan aus der Reserve nicht auch fiesen Damage? Der hat einen heftigen Shot. Der ist garstig. Der macht, glaube ich, safe 6 Schaden oder so. Genau. Ja, auf jeden Fall Krux. Habe ich auch Bock drauf, sehe ich mich auch. Was ist ein W6? Ja, Jetron, ne? Aber danke für deinen Sub übrigens, den du irgendwie mal, da mal reingehauen hattest. Wie bekomme ich was, noch eine Sache, wir haben über Lone Ops geredet und wir haben über Charaktere geredet, die auf die 2 plus wieder aufstehen. Ich würde immer davon ausgehen, dass der Charakter wieder aufsteht. Wenn nicht, freut ihr euch, wenn doch, seid ihr nicht enttäuscht. Was ist das, ein probates Mittel, die zu eliminieren? Direkt ist eine relativ einfache Antwort. Versucht nah ranzugehen oder versucht sie, versucht so eine Doppelkombo aus einer Einheit, die Save wegschießt. Müsst ihr manchmal nah ran, aber versucht auf 12 Zoll ran, dann die wegzuschießen und dann noch eine weitere Einheit oder im besten Fall mit der gleichen Einheit, die dann im Nahkampf auch nochmal dann wegklatscht. Dann habt ihr diese Figur in einem quasi weg. Genau. Und jetzt habe ich euch hier mal ein Beispiel erzählt mit Take and Hold. Jetzt bin ich schon weiter, oder? Ah, ich habe die zweite Mission euch erzählt. Ich gebe euch jetzt hier nämlich immer jeweils 6 Missionen, die man in der Regel auf Turnieren, also Kombinationen, die man auf Turnieren sieht. Ja, das ist jetzt gerade vom Raccoon Rumble. Ich habe euch jetzt gerade erklärt, Priority Targets, am Ende des Spiels nochmal bis zu 15 Punkte machen, beide. Hidden Supplies, die Marker splitten sich auf und Aufstellung ist Viertelaufstellung, Ring der Lust. Genau, das war die zweite Mission. Bei der ersten Mission, jetzt seht ihr Take and Hold, Chilling Rain, Search and Destroy. Also die Aufstellung bleibt dementsprechend natürlich die gleiche in diesem Fall. Chilling Rain ist immer gut, da müsst ihr euch nichts merken, da ist einfach nichts weiter, also nix, keine Besonderheiten. Und Take and Hold ist 5 Punkte pro Marker und zwar bis zu 15 Punkte pro Runde. Hey Lim, ich grüße dich mein Jetzt da. Floco, wann steht das Modell wieder auf? Das ist nämlich der Knacks an der Geschichte, immer Ende der Phase. Das heißt, du kannst deine Schussphase nicht dazu nutzen, um das Modell zweimal zu clappen, sondern du musst leider in der Schussphase es clappen, dann steht es wahrscheinlich wieder auf und dann in der Charge und in der Nahkampfphase das was machen. Genau. Jetzt haben wir hier dieses Beispiel, wo man bis zu 15 Punkte pro Runde halten kann und wir bleiben bei 5 Markern. Die splitten sich hier nicht auf, das heißt, es bleibt so. Findet der Elder schon mal ein bisschen weniger geil? Was ändert das an eurem Gameplan, beziehungsweise warum ist das schlechter für die Elder? Wir sind wieder bei dem Beispiel, ihr startet hier in diesem Viertel und der Elder startet hier oben. So, der Elder spielt sein Spiel auf einmal nach wie vor so. Will den Marker immer halten, will den Marker immer halten. Fängt er an, langfristig auch diesen Marker hier zu halten, dürft ihr immer nicht vergessen, guck mal, wir reden hier von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Einheiten total. Wobei man aber sagen muss, diese drei Kollegen
stehen immer im Hintergrund, die will er immer saven. Die werden nur den Heimatmarker halten. Genau wie dieser hier auch. Und er hat nur diese weichen Rangers hier oben. Und vielleicht nochmal die Hawks hier. Und irgendwie so den Inkan und so, die eigentlich so irgendwie ein bisschen die Marker halten sollen. Das bedeutet, wenn ihr jetzt auf dieser Mission seid, mit hoher Wahrscheinlichkeit wäre der Plan vieler Elder-Spieler zu sagen, ja, mein Plan ändert sich nicht. Ich halte diesen Marker, diesen. Vielleicht schaffe ich es einmal, den Mittelmarker zu halten, aber ja, ist mir zu viel Aufwand und wenn ich da die Einheiten verliere, ist kacke. Das heißt, je nachdem, was ihr für ein Konzept spielt oder so, ihr bleibt auch bei eurem Plan, ihr haltet diesen und diesen. Und wenn ihr es schafft, irgendwie auch diesen Marker hier öfter zu halten, wodurch euch immer, oder ihr sagt, weißt du was, lieber Elder, wir machen hier unsere beiden und jetzt pushe ich auch richtig von hier mit Reserven, wie auch immer, auf diesen Marker noch, dann scoret ihr schon mal primär, habt ihr eine gute Chance, 5 Punkte da immer mehr zu scoren. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr valides Mittel und der Elder hat in der Regel auch nicht genug, um da irgendwas zu machen. Und ihr seht auch, wenn ihr hier hinter der Mauer seid und hier ist die Wraith Guard, die kann nur diesen Marker bedrohen und diesen hier von außen, aber die kann nicht den Marker rechts unten bedrohen. Das heißt, das ist einfach nur mal ein Beispiel, wie ihr das Primärspiel der Leute quasi da ein bisschen stören könnt. Ja, vor allem der Elder, der mag das gar nicht. Habt ihr eine super schnelle Armee, könnt ihr sie auch rushen. Also ihr könnt dann quasi, wenn ihr wiederum hier startet und ihr nutzt erstmal diese Flanke, ihr kommt von hier, ihr schafft es irgendwie schnell auch hier irgendwie eine Position aufzubauen. Hier ist auch sehr geil für einen Transporter, der nicht gesehen werden kann. Also das ist die Mega-Position, das ist die Gott-Position. Und von hier habt ihr nur noch ein paar Zoll hier, könnt ihr hier alles bedrohen. Das ist auch richtig geil. Also ich mach's doch mal einfacher. Das ist wahrscheinlich der einfachste Plan. Nutzt euch immer, man nennt es sogenannte Staging Points, also quasi Punkte auf der Karte, wo ihr erstmal relativ safe seid, schwer gesehen werden könnt, wo ihr dann dementsprechend euch platzieren könnt und von wo ihr aus aussteigen könnt und angreifen, schießen könnt, was auch immer ihr machen wollt. Das ist ein weiteres probates Mittel. Genau. Dann schauen wir mal hier. Das habe ich euch gerade gezeigt. Hier wiederum, ich denke mal, ich kann jetzt nicht alle Fraktionen gehen, was sie da machen sollen. Wenn ihr zu gewissen Fraktionen Fragen habt, sagt es mir. Dann versuche ich ein bisschen darauf einzugehen, was ich darüber weiß, was diejenige Fraktion da machen könnte. Aber ich gehe jetzt erstmal allgemein auf Elder ein. Ich brauche da halt ein bisschen eure Mitarbeit, weil wenn ich jetzt alle 26 Fraktionen durchgehe, dann sind wir hier noch bis morgen Abend und ich glaube, da haben wir alle nicht die Zeit für. Und ich sehe auch, dass ich jetzt schon, es ist schon 8:45, Alter. Okay, geht echt schnell. Okay, gut. Hier haben wir eine andere Aufstellung. Sweeping Engagement. Ist die Mucke noch am Start? Okay, geil entspannte Lofi Hip-Hop-Beats. Gehen wir mal auf diese Aufstellung, Sweeping Engagement. Ihr seht jetzt hier auch die Striche, markieren wieder die Aufstellung. Genau. Wir haben dabei The Ritual. Das bedeutet, man kann weitere Marker bauen. Ritual bedeutet, ich mache eine Aktion in 9 Zoll zu diesem Kreis hier mit einer Einheit, die dafür abgestellt worden muss. Und dann kann ich einen weiteren Marker bauen, der im Niemandsland sein muss. Und von diesem Marker kann ich wieder weiterbauen, zum Beispiel bis hier, aber die müssen halt immer 9 Zoll voneinander entfernt sein. Also passt hier, glaube ich, noch einer hin und dann kann man irgendwann noch hier noch einen Marker hinbauen. Und das zweite Kriterium Scrambler Fields bedeutet, ihr dürft kein Spiel auf einem Marker beginnen im Niemandsland und auch nicht drauf scouten, nicht drauf infiltrieren und auch während des Spiels nicht drauf landen. Das ist eine Mission, die generell Grey Knights nicht gerne mögen, GSC nicht gerne mögen, auch Marines mit ihren Inceptoren nicht gerne mögen. Aber wenn ein Spiel normal geht, ist das eine Mission, eine Kombination, wo beide Gegner relativ viel Primary-Punkte machen. Genau. Also das heißt, ihr solltet da gucken, dass ihr schon die Marker da baut und da legt, damit ihr primär mit dem Objekt halten nicht hinterher irgendwie nicht abfallt oder so. Und genau, schauen wir mal wieder aus Elder-Sicht. Das ist wiederum ganz interessant, weil er dort, der hat nicht so viele Einheiten, um diese Marker zu bauen. Wenn ihr mehr Einheiten habt, ist das gut. Seid ihr da schon mal hier und ihr könnt, muss mich gerade kurz konzentrieren, Leute. Sorry. Da ist das Wichtigste, dass ihr dem Elder die punktenden Einheiten schnell rausnimmt. Ja, wir gehen nochmal auf die Liste zurück.
Schaut nicht darauf, irgendwie was jetzt gerade vielleicht so den Schaden macht. Also guckt ihn, dass hier untergeht, aber guckt bei dieser Mission darauf, dass ihr relativ schnell folgende Einheiten fokussiert und rausnehmt. Das sind die hier. Das sind die hier. Das sind die hier. Die Swooping Hawks. Genau. Charaktere wäre zu viel Aufwand, aber wenn ihr die auch auf diese drei, wenn ihr diese drei Einheiten schnell rausnehmen könnt, hat der Elder wenig, um die Marker zu bauen, Dinge zu machen, weil man kann jetzt nicht diese Aktion machen, den Marker bauen und dann auch noch schießen. Das geht nicht. Und deswegen ist das ein probates Mittel, zum Beispiel auf dieser Mission gegen Elder ein besseres Spiel zu haben, als sonst, wenn man es vielleicht nicht weiß. So. Und dann kommen wir zu einer weiteren Mission. Das ist eine meiner Lieblingsmissionen tatsächlich. Und zwar ist das Sides of Power und Chilling Rain. Und zwar mit der Aufstellungsart Hammer und Anvil. Hier ist es so, ihr seht, es ist die gute alte Ausstellung, die wir kennen hier. Also so und so. Hier und hier ist der Elder wieder am Start. Und dazu haben wir Chilling Rain, das heißt wiederum nichts extra machen. Und das andere ist Sides of Power. Sides of Power bedeutet, dass ihr die Mittel, diese Marker hier, sobald ihr diese mit einer Einheit oder mit einem Charakter da drauf geht und auch drauf bleibt, dann kriegt ihr am Ende eurer nächsten Kommandophase Punkte dafür. Ich glaube, ich meine, es sind 4 pro Marker. Und wenn ihr den Marker sowieso haltet, sind es auch mal 4. Das heißt, ihr könnt dann hier pro Marker 8 Punkte scoren, bis zu einem Maximum auf 15, glaube ich, pro Runde. Irgendwie sowas. Und das ist natürlich etwas, was der Elder nicht mag, weil jetzt schauen wir mal, womit er diese Sachen überhaupt generell halten kann und auch bewältigen kann. Und zwar ist es folgendes. Ja, er braucht dafür seinen Autarchen, der ihn aber auch, also der hier oben, der ihn Command Points gibt. Und die anderen möchte er sehr, sehr ungern opfern. Und er hat nicht mal eine Einheit, wo ein Charakter angeschlossen ist, außer die Wraith Guard. Und wenn die Wraith Guard so weit vorne steht mit diesen Spirits hier, dann könnt ihr die auf jeden Fall angehen. Denn wenn ihr euch das mal anschaut, auf dieser Map ist es einfach, ist er dann sehr nah bei euch. Ups, sehr, sehr nah. Hier, nee, hier, genau. Von daher, wenn ihr eine Einheit habt, was ich hoffe, schaut euch mal diese Position an. Sehr, sehr interessant, den Charakter dorthin zu stellen oder hier relativ schwer Winkel drauf zu bekommen und übt sehr, sehr viel Druck aus. Vielleicht in dieser Mission für euch erstmal nicht so interessant, der Mittelmarker, konzentriert euch auf die Flanken. Das mag der Elder sowieso nicht, weil der in der Regel nicht gut 2 Marker bespielen kann, sondern sich meistens immer auf eine Flanke fokussiert. Genau. Ich hoffe, ihr seid noch da, weil der Chat ist ziemlich ruhig. Genau. Ja, das ist zu Sides of Power und zu Chilling Rain. Dann, ich gebe ein bisschen Gas, damit wir uns nicht zu lange damit aufhalten. Ich glaube, es wird sonst auch zu komplex. Dann haben wir jetzt nochmal die Aufstellung, die noch fehlt, und zwar Crucible of Battle. Da seht ihr die Schräge von links oben in die Mitte. Alle hören konzentriert zu, perfekt. Wir haben hier Vital Ground und Chilling Rain. Ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht, was Vital Ground ist. Müsstet ihr mir mal aushelfen. Ich tippe aber mal Vital Ground. Das komme ich gerade nicht drauf. Wenn einmal nachkönnte, was Vital Ground ist, ist kein Problem. Ich kann euch auch zeigen, ich habe jetzt hier gerade, Grisha war noch da und hat sich meine Tasche ausgeliehen für Amerika und hat mir dabei nochmal ein Geschenk mitgebracht. Seht ihr, glaube ich, gar nicht. Ja, Mann. Hat der schöne Raccoon gewonnen, braucht er nicht. Hat er den guten alten Pharao beschenkt. Das ist auf jeden Fall ein Grund, da mal Gas zu geben. Ich weiß gerade nicht, Leute, was Vital Ground ist. Sorry. Genau, aber auch hier. Ach doch, ich glaube, Vital Ground war, oder war das die letzte Mission? Bei der letzten weiß ich es. Purge the Foe. Genau, ich weiß, was Vital Ground ist. Vital Ground ist, der Mittelmarker ist einfach weg. Genau, danke dir, Luisa. Auch wiederum nicht so geil für den Elder, weil dann ihm eine Option fehlt. Das heißt, die Mitte hier ist dann weg. Zack. Und ihr habt auch einfachere Spiele, in Anführungsstrichen, weil ihr euch ihr könnt gucken, wo der Elder sich fokussiert und geht damit aller Macht dagegen. Oder ihr sichert euch eine Flanke und geht dann darüber. Ich werde Gaskul testen. Viele spielen ihn. Ich sehe ihn noch nicht so ganz konsistent, sage ich mal. Auch wenn Max Kanter das Gegenteil bewiesen hat. Aber wer bin ich schon? Ne? Ich mag mich auch täuschen. Das kann auch sein, dass die da Secret Tech haben, den ich nicht weiß. Aber ich wüsste auch noch gar nicht, wie ich den geil anbringen kann. Genau.
Jetzt wird hier noch geschrieben, kann der Elder aber nicht mit dem Indirektbeschuss dann auf versteckte Einheit schießen? Kann er, genau. Aber der Schaden, ist halt immer die Frage, was für Einheiten das sind. Ein Fünfertrupp, keine Ahnung was, wird er damit wohl löschen können, ja. Aber sobald du auf Transporterfahrzeuge gehst oder dickere Trupps, der hat ja keinen Durchschlag, hast du immer noch deinen Rüster mit Deckung. Und es ist nur interessant, wenn er beim Rerollen der Wunden Sechsten macht, weil dann macht er der bisher die Wounds. Aber ansonsten würde ich sagen, ist der Schaden, der dann durchkommt, eher übersichtlich. Das ist einfach mehr, um dich zu verlangsamen. Genau, diese Mission ist auch sehr gut für Custodes und auch andere. Genau, weil Custodes dann direkt sagen, weißt du was, boah, richtig geiler Spot, hier sich hinzustellen. Also zack, schön hinter der Mauer. Total unangenehm für den Elder. Also diesen Marker solltet ihr euch saven. Vorausgesetzt steht hier unten. Und diesen solltet ihr ihm immer klauen. Das sollte so der Plan sein. Auch eine gute Mission gegen Elder. Ja, was soll er da machen? Vielleicht auch generell als Tipp, wenn ihr die Chance habt, den Inkarn rauszunehmen, würde ich es, glaube ich, fast immer tun. Das müsst ihr aber euch durchkalkulieren, der ist ziemlich tough, ne? mit halbierte Wunden und so weiter und so fort. Aber was hilft dagegen? So tödliche Wunden über irgendwelche Bomben, über irgendwelche Fähigkeiten, im Charge einen Tankshock machen, das Granaten-Splatter-Gem reinwerfen für 1 CP. Das sind alles so Sachen, womit man den echt richtig schön runterlutschen kann. Und versucht auch immer zu bedenken, ist die Kamera weg oder was? Was ist hier los? Nee, ist sie nicht. Versucht immer zu bedenken, wenn ihr den Inkarn wegschießen wollt, schießt davor nichts anderes weg. Weil das ist tödlich. Wenn ihr was anderes wegschießt, dann sagt sich der Elder, alles klar, tschüss, ich bin weg. Genau. Und die letzte Mission, gleiche Aufstellung hier auch. Ja, ist mal eine andere Map. Ich denke mal, das Prinzip ist ähnlich, ihr habt es hier verstanden. Hier geht es nur darum, Chilling Rain wiederum nichts, aber Purge the Foe. Also wenn ihr einen Marker haltet, kriegt ihr 4 Punkte, meine ich. Wenn ihr eine gegnerische Einheit hütet, kriegt ihr 4 Punkte. Wenn ihr am Ende, wenn ihr mehr haltet als der Gegner, kriegt ihr 5 Punkte. Und wenn ihr mehr tötet, kriegt ihr auch nochmal 4 Punkte. Und hier kann man die Kill-Geschichte schon in der ersten Runde machen. Das ist wichtig. Gegen Elder spezifisch ist es wahrscheinlich eher so mittelmäßig, sag ich mal, weil wenn ihr mehr Einheiten habt, dann kriegt er immer diesen Kill und indirekt wird er den eh immer bekommen. Das ist eine Mission, da solltet ihr Druck auf den Elder ausüben, da könnt ihr nicht lange warten, da müsst ihr echt ins Gemenge gehen. Aber ich würde an dieser Stelle erstmal sagen, das ist genug zu Elder. Wie seht ihr das? Habt ihr noch Fragen, die offen sind für Elder? Oder war das jetzt schon mal hilfreich generell? Wollt ihr zu gewissen Fraktionen vielleicht irgendwelche Tipps und Tricks haben, was die gegen Elder machen können? Dann wäre jetzt nochmal der Zeitpunkt, dort hineinzugehen und nochmal zu sagen, was ihr da braucht. Gebe ich euch nochmal ganz kurz. Also mit Orks war meine Taktik wie folgt, es gab ein, zwei Spiele, ich weiß gar nicht, ob es bei Elder war, aber wenn man zum Beispiel gegen mich Fixed Mission genommen hat, zum Beispiel Bring It Down, obwohl ich das nicht komplett abgebe, und Assassination, dann sage ich mir halt, alles klar, ihr dürft nicht vergessen, man sucht erst die Mission aus, wer spielt taktische, wer spielt fixe Mission und vor allem welche, und danach geht es um den Roll-Off, wer die Seite hat, wer Reserven stellt, wie, was, jenes und hast nicht gesehen. Und wenn der Gegner das nimmt, sage ich, alles klar, dann nehme ich jetzt meine Truppen und nehme zum Beispiel viele Charaktere einfach raus aus den Truppen, tu die in den Transporter und tu den einfach mal hier ganz entspannt in der Ecke hier. Kann ja nur indirekt drauf schießen und ich habe ja noch den ganzen anderen Stuff und das übt sehr viel Druck auf den Gegner aus, weil er auf einmal merkt, okay, scheiße, die ganzen Charaktere oder die meisten sind da drin, ich muss da irgendwie irgendwann hin, wie soll ich das machen? Und das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Aber ansonsten, ja, so, das wäre so das taktische, smarte Play. Ansonsten kannst du halt immer auch mit Reserven arbeiten oder du hast hier quasi zum Beispiel eine Parkposition. Du kannst über diese Flanke kommen und du kannst den Elder irgendwann dann eigentlich auch rushen. Ja, oder wenn du hier, hatte ich zum Beispiel einen Truck drin und der mit Advance und Charge dann im War kamst du echt weit hier rein. Das ist echt sehr, sehr weit. Und ja, sobald du in der Homebase bist, muss er sich erstmal darum kümmern und so. Und das war dann sehr, sehr schwer. Und was man halt auch nicht vergessen darf, ich habe Orks auch gewählt, weil ich habe jedes Spiel fixe Mission gespielt. Ich habe immer gesagt, Teleport Homer und Cleanse, also Marker im Niemandsland, quasi eine Aktion machen. Und dann stelle ich zum Beispiel eine Einheit hier hin, die kümmert sich um den Marker für hier.
Und dann schicke ich eine Einheit hier hin, die macht, ich habe viele so kleine Einheiten, die das einfach machen. Eine, die macht die Aktion hier, eine, die macht die Aktion hier. Und so mache ich relativ safe, kann ich maximieren, aber ich mache so, weiß nicht, 30, 35, 37 Punkte sekundär safe. Und das muss der andere erstmal schaffen. Und ich habe ja noch andere Einheiten, die ihn da auch dann behaken. Genau, das vielleicht zu Orks. Ist das nicht ein zweischneidiges Schwert, wenn er indirekt in den Truck killt, stehen die Charaktere da und der Inkarn kommt? Ja, okay. Aber dann ist der Truck tot, der Inkarn kommt, dann greift er einen Charakter an, weil die haben ja auch Retter und hast nicht gesehen. Dann tötet er einen Charakter noch, aber ich krieg dafür den Inkarn. Das wäre mir das wert. Und wenn das dann vorbei ist, also der braucht schon mindestens zwei oder sogar alle drei Nightspinners. Und dann können meine anderen Einheiten ja advancen und richtig Druck ausüben. Und dann nehme ich den Inkarn bei mir da raus und dann ist sein Element direkt weg, was mich richtig lange bedroht. Das ist dann quasi wieder dieses Tauschspiel, worauf ihr irgendwann kommt. Und das wäre es für mich wert, ja. Dann hat er da mal 8 Punkte Assassination gescored, ist okay. Dann ist der Inkarn aber auch weg. Macht das Sinn? Crooks? Gut, schauen wir uns mal ein weiteres Konzept an. Einen der Boogeyman, der hoffentlich nur noch bis Januar bestehen bleibt, ja. Und zwar sind das die Chaos Space Marines. Mich wundert das auch echt extrem, dass die so spät in Anführungsstrichen entdeckt worden sind. Chaos Space Marines, jetzt muss ich da mal mein ganzes gefährliches, nur über die Mitte gescored für 3 Punkte pro Runde und irgendwann kommt auch der Punkt, wo er sich nicht um alles kümmern kann und dann lasse ich mal Stormboys in die Aufstellung schocken oder ein Truck fährt mal an die Grenze ran, das müsst ihr euch auch merken. Für Deploy Teleport Homer müsst ihr nicht komplett in der Ausstellungszone sein, sondern jetzt hier wie im letzten Beispiel hier reicht es auch, wenn ihr die Aktion nur ankratzt. Nur hier ankratzt. Oder hier. Und dann kriegt ihr 4 Punkte. Genau. So, Chaos Space Marines. Jetzt lass ich mal überlegen. Ansonsten schreibt es gerne rein. Die haben als Sonderregel für ihr Chapter haben sie die Dark Pacts. Die Dark Pacts bedeuten, ihr würfelt einen Leadership-Test und dann könnt ihr euch entscheiden, verschiedene Dinge zu machen. Also entweder habt ihr explodierende Sechsen, ich glaube im Fern- und im Nahkampf kann man das machen, oder ihr habt tödliche Wunden, Lethal Hits auf die 6, oder ihr macht sogar Devastating Wounds auf die 6, meine ich. Das sind die drei Sachen, die man auswählen kann. Und wenn ihr diesen Test nicht schafft, dann kriegt ihr W3 tödliche Wunden. Und ein Fahrzeug, weiß ich gar nicht, ob das dann automatisch 3 bekommt oder so. Aber auf jeden Fall ist das, der Pakt geht immer trotzdem durch, auch wenn ihr nicht schafft. Und das finde ich ein bisschen schwach leider. Und ihr kriegt dann halt diese Boni. So. Wie sehen die meisten Chaos-Listen aktuell aus, die richtig Gas geben? Jetzt muss man nochmal auf die Stratagems eingehen, die sehr, sehr stark sind bei den Chaos Space Marines. Das ist für 2 CP. Man denkt erstmal teuer, aber kann immer locker eingesetzt werden. Armor of Contempt. Das heißt, alles, was er drauf schießt, wenn ihr mit minus 2 drauf schießt oder mit minus 2 drauf kämpft, dann, wenn er das anmacht, dann zählt ihr nur noch als minus 1. Das bedeutet im Beschuss schon mal, angenommen, ihr habt minus 2 und der Gegner ist in Deckung, dann wird euer minus 2 im Grunde genommen zu 0. Und er hat einfach einen normalen Rüster dagegen. Beispiel Nummer 1. Im Nahkampf, wenn ihr viel minus 1 habt, wie zum Beispiel Orks, auch traurig, dann geht das auf quasi 0. Und dann hat er einfach ganz normale Rüster dagegen. Das ist das erste Stratagem. Dann das Allerwichtigste für die ist das Nurgle-Stratagem. Das heißt, damit kann er eine Einheit mit dem Mal des Nurgle für 1 CP zum Lord Operator machen. Das heißt, nur in 12 Zoll beschießbar. Und dann gibt es für alle anderen Gottheiten jeweils auch ein Stratagem. Also die haben immer, man kann immer alle auf alle spielen, aber eigentlich ist immer der Super-Effekt sehr, sehr interessant. Also der Super-Effekt ist bei Nurgle, wie ich sagte, auf 12 Zoll nicht beschießbar. Dann ist es bei Slaanesh, meine ich, Rennen angreifen. Und dann habt ihr bei Khorne, ich glaube, auf die 4, auf die 3 plus kämpfen, wenn man stirbt und das Stratagem anmacht. Und was haben wir noch? Siege war, weiß ich gar nicht was, aber das wird nicht so oft gespielt. Und dann seht ihr in der Regel auch noch ein bisschen undivided. Das seht ihr jetzt zum Beispiel hier oben. Da ist es richtig geil für 1 CP alle Treffer und Wunden wiederholen. Das ist geisteskrank gut. Es gibt nicht mehr so viele Rerolls im Spiel und da ist es halt aber besonders stark. So, wie setze ich diese Liste zusammen? Ich weiß gar nicht, von wem die ist. Ich meine, das ist die von Manu Berades, aber ich mag mich gerade täuschen. Wir haben Chaos Lord 2-mal, man sieht ihn aber auch oft 3-mal. Warum ist der dabei? Der gibt einmal ein Stratagem pro Zug umsonst.
Das ist schon super stark. Das heißt, dieses 2C, also dieses 2CP Stratagem, was sie nehmen können, ist dann einfach für Umme. Pro Zug. Also super, also ist immer so No-Brainer, die mitzunehmen. Die kosten nur 75 Punkte, haben selber einen Hammer mit 3 Schaden und einmal pro Spiel können die auch ausrasten und sagen, hey, meine Sechsten machen dann irgendwie 3 tödliche Wunden und wenn man dann alles rebounden darf, ist das halt super stark. Also man sieht mindestens immer 2 von denen und oftmals sogar auch 3. Wir sehen hier einen Sorcerer in diesem Fall, der kann so ein bisschen schießen und gibt minus 1 Töt, aber eigentlich würde man eher immer 3 von diesen Chaos Lords aktuell noch sehen. Dann haben wir hier eine Dark Kommune. Die Dark Kommune ist am Ende dafür da, dass man sie an diesen dicken Trupp hier oben anschließt. Und zwar sind das Accursed Cultist oder Cultist Mob. Ne, die nicht, ne? Wo ist dieser Trupp? Hat er die nicht? Wo sehe ich die denn? Ah doch, ne, hier, den hier meine ich, sorry. An diese Accursed Cultist, weil da hat man 10-mal kleine irgendwie, dann hat man so ein paar mittlere oder so und dann hat man 6-mal den Torment, den ihr da seht. Das sind quasi dicke Monster mit W6 Attacken, 3 Leben und hast nicht gesehen. Einen schönen guten Abend, Cloud Cobra. Schön, dass du da bist. Ach ja, ganz genau. Was ich noch sagen wollte, ist, ich habe heute irgendwie gar nicht fett Werbung gemacht. Wenn ihr uns bei YouTube noch nicht gefolgt seid, bitte da folgen. Bei Twitch bitte folgen, sehr, sehr geil. Und ja, wenn ihr uns einen Sub reinhauen wollt, supportet das auch immer unsere Mission. Wir reinvestieren immer alles in den Channel. Genau, ganz kurz. So, wir haben diesen dicken Mob. Das sind irgendwie 20 Leute, glaube ich, insgesamt. Hier jetzt ein Rhino. Hier kann man auch gerne mal 2 sehen. Das ist und immer mit Mal des Nörgel, damit man das halt quasi unbeschießbar machen kann. Zeige ich euch gleich, warum das geil ist. Und dann sieht man immer aktuell 3 Chosen. Zack, zack und den da drunter. Man sieht verschiedene Variationen. Manche nehmen 3x5, einige nehmen 1x10, 2x5, einige nehmen 3x10, was auch immer. Warum sind Chosen so geil? Ihr seht es, 5 Leute kosten nur 110 Punkte, haben 3 Leben. Und die haben richtig Schaden drin, ne? Also die haben eine Powerfaust da drin, die haben nochmal Waffen, die alles wiederholen dürfen drin, die haben ein bisschen Plasmapistolen drin und so weiter und so fort. Und die Kombi ist ganz einfach, man nimmt immer diesen Captain dazu, diesen Lord, der sagt, okay, für Umme sage ich jetzt alle Treffer und Wunden wiederholen. Dann machen die einfach so viel Schaden mit dem Dark Pact noch, mit explodierende Sechsten oder tödliche Hits hier und hast nicht gesehen. Und ein zweiter Trupp kann das sowieso auch nochmal machen, weil der so eine Fähigkeit hat, man darf, dass man Stratagem 2-mal spielen darf. Das heißt, das ist immer so die Kombi, aber eigentlich kommen die immer in Wellen. Und dann gibt es noch begleitendes Feuer dazu. Einmal, hi, schön Nanoteilchen, Glückwunsch nochmal zum letzten Gewinn. Forge Fiend einmal hier und einmal hier. Die Forge Fiends sind einfach brachial. Der eine hat das Mark des Nörgel, und zwar der obere hier. Das heißt, man kann ihn theoretisch auch unbeschießbar machen. Den stellt man immer aufs Feld. Und dann hat man hier noch einen zweiten. Den lässt man meistens über die Reserve kommen, damit er nicht beschossen werden kann. Und der hat wieder dieses Chaos Undivided. Das heißt, der kann wieder alle Treffer und Wunden wiederholen für 1 CP. Und dann hat man noch so ein bisschen Mischen und Belästigung hier dabei. Und zwar einmal hier die Obliterators. Einfach gemein, 4 Stück. Die können einmal pro Spiel indirekt schießen, haben Infanterie, halten auch recht viel aus und haben halt so einen super Laserschuss mit Stärke 12, meine ich, oder 14 minus 4 und Melter und hast nicht gesehen. 2-mal Warp Talents, die halt sich einfach mega weit bewegen können. City Slanesh, jawohl, können Rennen angreifen. Und dann hat er immer dabei den Nörgling, den Changeling, weil der einfach super günstig ist. Ist Lone Op, kann nur auf 12 Zoll beschossen werden und der kann ein bisschen Missionen machen, der kann dir ein bisschen das Spiel versalzen, weil du immer so einen Test machen musst, um den irgendwie anzugehen und dann hat er 2 Nörglings, die er dir immer vor die Nase stellt, die können zwar keine Marke halten, die können dir aber Wege zustellen und irgendwie so ein bisschen Missionsplay machen. Jetzt die Frage, jetzt gehen wir nochmal wieder hier rein, das habe ich gleich bei den Eltern nicht so geil gemacht, deswegen machen wir das auch jetzt nicht, aber die richtigen Fragen stellen jetzt hier an dieser Stelle, ja? Und jetzt sage ich euch mal, was ich diesen Gegner jetzt hier fragen würde. Jetzt würde ich fragen, okay, du hast jetzt hier irgendwie einen Rhino, da sind 2 Leute irgendwie, nee, oder hat er 2 Rhinos? Nee, nur einen Rhino hat er, ne? Genau. Da tut er 2x5 Chosen rein. Dann würde ich ihn fragen, okay, ich habe verstanden irgendwie, lieber Gegenspieler, hier Mitspieler, du hast jetzt hier Nahkampfeinheiten, du hast ein bisschen Beschuss hier da, weil diese Forge-Fiends haben jeder 3W3 Schuss, Stärke 10, das ist so gemein, nicht wie der Exocrine, Stärke 8, Stärke 10 minus 3W3 mit Blast. Würde ich ihn erstmal fragen, okay, wie weit ist so deine Bedrohungsreichweite im Beschuss? Vielen, vielen Dank, Cloud Cobra, für den Sub, sehr, sehr geil. Und dann wird er sagen, ja, hier Forge-Fiend,
36 Zoll, kann sich aber noch 8 Zoll bewegen, also bedenke das, sage ich, alles klar. Und der Rest? Ja, der Rest nicht so ganz, ein paar Bolter und so weiter. Und wir machen gerne die Arbeit, Cloud Cobra. Vielen, vielen Dank für den Sub und fürs Abo. So, dann würde ich ihn fragen, alles klar, du hast irgendwie viel Nahkampf dabei, habe ich verstanden und so. Sag mir doch erstmal, was sind deine wichtigsten Stratagems, die du am meisten einsetzt? Muss mir nicht alle erklären, sondern sag mir mal die drei wichtigsten, weil ich finde das immer so ein bisschen, oh, sag mir alle deine Stratagems. Ich würde eher sagen, sag mir mal die drei, die du am meisten einsetzt. Dann wird er sagen, ja gut, ich werde oft immer hier alle wunden Treffer wiederholen machen. Das Nurgle-Stratagem, dass du mich nicht beschießen darfst. Aha, okay. Und vielleicht dann noch irgendwie Armor of Contempt oder so. Dann weiß ich da auch schon mal Bescheid. Dann würde ich fragen, okay, mit deinen Nahkampfeinheiten kannst du da irgendwie Rennen angreifen? Und wenn ja, so wie weit ist irgendwie, wie weit geht das so? Ich habe nicht so viel Erfahrung, sorry. Sagt er, ja, okay, kein Thema, wenn er normal ist, korrekt ist. Ich tue hier welche ins Rhino. Du steigst ja aus, das weißt du ja, 3 Zoll. Dann bewege ich mich 6 und dann kann ich halt irgendwie Rennen angreifen, auf die machen, weil die haben das als Fähigkeit. Ah, okay. Das heißt, ich rechne dann immer so den Durchschnitt aus, so ein bisschen, weil immer diese maximal, dass man eine 6 beim Advance macht und den 12er Charge, finde ich ein bisschen doll. Aber ich würde dann einfach so rechnen und ihn fragen, ah, okay, das heißt 3 Zoll plus 6 Zoll und sagen wir mal, ich gebe dir eine 4 beim Advance mindestens, das heißt 9, 13 Zoll und dann kannst du noch angreifen, 10er Charge ist nicht unmöglich, 23 Zoll, wäre möglich, oder? Und sagt er, ja, alles klar. Und dann weiß ich auch, wenn ich mein Spielfeld hier sehe, Logan, vielen, vielen Dank, bester Mann, ich küsse dein Herz, danke für den Prime. Das heißt, wenn ihr jetzt hier so eine Map hier habt, ja, dann kann man davon rechnen, okay, hier ist das Rhino, hat das meinetwegen aufgestellt, dann 23 Zoll, ah, okay, wir sind 24 auseinander, als Beispiel kommt der irgendwie so bis hier. Und das hilft mir schon mal ungemein zu gucken, wo die Bedrohung herkommt. Das meine ich mit richtigen Fragen stellen. Macht das Sinn für euch? Dann bitte einmal bestätigen. Ansonsten, so wollte ich das jetzt einmal aufdröseln. Das ist das, was ich ihn fragen würde. So, genau. So, dann haben wir die Liste verstanden. Irgendwie ist die Liste ein bisschen unscharf. Ist das nur bei mir so? Kannst du höhere Qualität einstellen? Boah, Xenos Marco. Da fragst du mich jetzt was. Mein Gott. Also ich selber könnte sie sogar theoretisch hier beim Stream lesen, aber sorry, ich weiß nicht, ob ich das hier verbessern kann. Es kann sein, dass ich es kann, aber ich weiß gerade nicht, ob meine Bandbreite das damit macht. Du. Ist die Mucke denn noch am Start? Geile Beats. Okay, nice. Aber ich habe sie ja einmal am Anfang erzählt, mein Lieber. Du wirst scharf dargestellt, liegt wohl am Stream. Harald, wenn du noch da bist, sonst vielleicht kannst du mir aushelfen, weil die anderen Listen, siehst du die Elder-Liste jetzt hier gerade, siehst du die auch nicht scharf? Das würde mich einmal interessieren, Marco. Oder siehst du die auch unscharf? Auch unscharf? Okay. Ja, ich glaube, das würde mich jetzt zu viel Zeit kosten, wenn ich drüber gehe, aber kann am Zoom der Slides liegen. Ja, okay, alles klar. Größere Liste wäre dann ein Vorteil. Ja, das nehme ich mir fürs nächste Mal auf jeden Fall mit. Okay. Aber jetzt geht es hier darum, die Liste habe ich auf jeden Fall zumindest für einmal erklärt. Genau, Beschuss, alles da. Gehen wir mal da rein, was Chaos so kann, was man dagegen machen kann. Ich will nochmal zu dieser Liste sagen, generell, es ist ein bisschen schade, die wurde recht spät entdeckt. Ich glaube, wenn man sie früher entdeckt hätte, hätte man was dagegen gemacht. Das ist leider eine Liste, und da will ich niemandem was absprechen, die aber, womit man mit weniger Erfahrung eine hohe Chance hat, wieder gleich auch bessere Ergebnisse als gedacht einzufahren. Warum ist das so? Weil diese Lords jetzt hier als Beispiel, die Chaos Lords, die ihr hier seht, und die Chosen, die immer dabei sind, hier, und die Forge Fiends, der Beschuss, sind jetzt nicht so teuer und sind jetzt keine, sag ich mal, Einheiten, wofür man die ultimative Fähigkeit irgendwie braucht, um die zu spielen. Weil diese Lords, die haust du mit den Einheiten irgendwo rein, machst das Stratagem an, meistens auch für Umme und dann, und dann tötest du einfach was damit. Und du kannst mit so einem 5er-Trupp viel mehr töten, als was du brauchst, um diesen 5er-Trupp zu töten. Das ist halt richtig krass. Sobald die da irgendwie an 2 Einheiten kommen, sind die Essig. Also da müsst ihr echt richtig aufpassen.
Und wenn man sich um die kümmert, dann hat man immer noch die Fortspiels im Rücken, die einen dann quasi irgendwie so beballern. Das ist echt ein bisschen schade. Es ist einfach so viel Stuff, der hier auf dem Feld ist. Dann hat man hier noch diesen Tormentor-Trupp mit der Dark Kommune, die dann halt einen 5er Retter haben, 6er Fino Pain und die hauen auch gut zu und auch die können Dark Pact machen. Also da ist sehr, sehr viel Stuff auf dem Feld. Aktuell, wenn ihr dagegen untergeht, ist es 0-0-0, eine Schande. Macht euch nichts draus. Ich versuche jetzt auch nur hier das Beste oder Beste so ein bisschen so zu sagen, was man machen kann. Wenn ihr euch das jetzt hier anschaut, wir gehen wieder die gleiche Reihenfolge durch, fangen jetzt hier an und zwar nicht mit Double Priority Targets hier, ihr startet hier unten, hier oben sind die Heretiker, ja. Was werden die machen? In der Regel wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit entweder hier das Rhino aufstellen oder hier und von da aus wird er einfach zwei Trupps nehmen, um die in euch irgendwo reinzufeuern. Da könnt ihr auch eigentlich nichts gegen machen, muss man eigentlich ehrlich sagen. Beziehungsweise was dagegen zu machen ist viel zu aufwendig. Deswegen hier einfach darauf achten, dass ihr das, was ihr ihm gebt, dass das irgendwie so ein bisschen wichtig ist. Also mein Beispiel wäre jetzt, ich tue hier eine Einheit hin, zum Beispiel Orc Warbiker, die er nicht abschießen kann, die aber diesen Marker kontrollieren. Das heißt, er muss irgendwas tun, um die abzuräumen und wenn der Beschuss nicht rankommt, muss er was in den Nahkampf schicken und das kann nur einer dieser Trupps sein. Genau, das wäre so mal ein Beispiel. Ich hoffe, das ist verständlich, so wie ich das meine. Genau. Was er auch machen wird, ist, gute Positionen für Nörglinge sind irgendwo hier, dass ihr dann nicht so gut durchkommt. Oder hier. Genau. Oder hier. Da müsst ihr auch aufpassen, dass ihr diese Nörglinge cleart und euch dann nicht in etwas verrennt. Genau, und was ihr gegen diese Liste tun könnt, das ist für mich als Ork so ein bisschen schwierig, ist, wenn ihr es schafft, an die schießenden Einheiten ranzukommen. Aber das ist halt ein bisschen fies, weil wenn wir jetzt hier die Viertelaufstellung haben, so und so, ist eine gute Position für das Nörgelbiest hier, weil er hier runtergehen kann und quasi diesen Winkel hat, oder er sagt sich, er stellt es hier hin, um diesen Winkel zumindest zu bedrohen, um dann aber irgendwann auch hier hinzugehen und dann vielleicht in einem Zug später hier zu stehen und diesen Winkel zu haben. So. Deswegen müsst ihr gucken, dass ihr irgendwie dieses Biest rausbekommen könnt, wenn es geht. Ja? Also wenn er das Nörgelbiest hat, ist schwierig, weil er es unbeschießbar macht. Es gibt aber Methoden, um das zu tun. Also was gibt es, was man da machen kann, auch bei unbeschießbar? Da reden wir zum Beispiel von, wenn ihr Greyknight spielt, habt ihr da Möglichkeiten, das kann ich euch gerne erklären. Wenn ihr Orcs habt, habt ihr Möglichkeiten, das könnte ich auch erklären. Wer hat denn noch so Möglichkeiten? Was meine ich damit? Also Orks können einfach sich in 12 Zoll bewegen, wenn es irgendwie schaffen, und dann Bomben darauf werfen. Das geht. Grey Knights können so Libbys nehmen, die nicht schießen, sondern eine Fähigkeit haben, die sie erwürfeln müssen und dann kriegt das gegnerische Objekt dann Schaden. Also da kann man so ein bisschen was machen. Oder ihr stellt ihm selber die Wege zu. Das könnt ihr auch machen. Wenn ihr ganz viele Einheiten habt, dann könnt ihr das auch machen. Aber generell ist das einfach ein sehr, sehr schwieriges Matchup. Und in der Regel werdet ihr auch, sofern ihr nicht Tau oder was anderes seid, den CSM immer sehen, dass er Tactical Objectives spielt. Der wird immer ziehen. Bei mir war es ein bisschen unglücklich am Wochenende. Der hat da immer irgendwie 37, 40 oder mehr Punkte gemacht. Aber es kann auch mal passieren, dass er nicht so gut zieht und Missionsziele zieht, die schwer zu erfüllen sind. Mit den Bomben bei den Orks, Floco, geht das wie folgt. Die haben Squighawk-Reiter oder auch andere Einheiten, die das zum Teil können. Und die bewegen sich einfach in 12 Zoll. Und Ende ihrer Bewegung können sie die Bombe auf die 2 plus schmeißen. Und dann kriegt das W3 oder 2 W3 tödliche Wunden. Das ist eigentlich ganz cool. Genau. Deswegen, ja, verlasst euch schon darauf, sofern ihr nichts abgeht, dass der Chaos gegen euch in der Regel immer taktisches Spielen wird. Und dann guckt genau, wie ihr ihm das so ein bisschen verwehren könnt. Scoret eure eigenen, aber wenn er zum Beispiel sagt, irgendwie, keine Ahnung, ich muss einen Marker halten, dann gebt ihm den schwerstmöglichen Marker. Wenn ihr zum Beispiel, genau, das ist auch wichtig. So, dann was kann ich euch noch dazu sagen? Ich muss ein bisschen überlegen, weil es einfach ein super schweres Matchup ist. Verlangsamen gut, eure Einheiten abschirmen auch gut. Wenn ihr quasi eine gute Einheit habt, wo er aber theoretisch rein angreifen könnte, stellt eine billigere Einheit davor, dass er die erst abräumen muss. Das wäre auch so etwas.
wenn ihr auf diese Dark Kommune hier schießt, und zwar ist das wieder, was ich hier meinte, dieser Trupp hier, Dark Kommune mit so Charaktere, die den einen 5er Retter geben und einen 6er für No Pain, zusammen mit diesen Torments und den Kollegen hier, dann müsst ihr sicherstellen, dass die Einheit dann auch stirbt. Dann braucht ihr entweder sehr, sehr viel Beschuss oder sehr, sehr viel Nahkampf. Wenn er nicht gut aufpasst, dann ist auch immer gut für ein CP diesen, wer ist das hier, der, wie heißt denn der Typ? Auf jeden Fall der Leader davon, ich weiß nicht, wie der heißt, der Mind Witch oder wer auch immer das ist, herauszufordern mit einer Epic Challenge und den zuerst umzuklatschen, weil dann der Retter weggeht, dann haben die nur eine 6er Hose und dann sterben die auf einmal ganz schnell. Das ist so ein Tipp, wie man damit umgeht. Was auch ganz geil ist, ist gegen die Chosen, wenn ihr Fight on Death habt. Das heißt, irgendwie Orks haben das für 2 CP, andere haben das irgendwie so oder als Fähigkeit. Das heißt, ihr geht in die Einheit bewusst, ihr wisst, er kann die nur irgendwie angreifen. Dann könnt ihr da nochmal direkt im Gegenzug was raushauen. Aber ich würde jetzt Stand heute, auch im Anfang November sagen, im Januar wird diese Liste definitiv angefasst, auch in Atlanta, jetzt in den USA. Wird man so viele Einheiten davon sehen, dass GW sich sicherlich sagen wird, nee, da muss was gemacht werden. Und dann hoffe ich, und davon gehe ich erstmal aus, werden wir im Januar eine Situation vorfinden, wo Chaos auf jeden Fall eher dann im oberen Mittelfeld ist. Weil ich sonst aber nicht weiß, wie tief der Codex ist, aber das, da werden sie einiges anfassen. Und die Chosen sind nun mal leider wirklich drüber. Genau. Ganz kurz fliegen wir durch die Mission jetzt hier mal durch. Also das hier ist generell eine gute Mission für Chaos, weil sie können das Rhino hier parken, ganz entspannt, auch wenn ihr irgendwie hier einen Wirkel drauf bekämt, kann er mit dem Nurgle-Strat die einfach auf 12 Zoll beschießbar machen. Das heißt, ihr werdet hier oder hier definitiv ein Rhino haben, was euch hierhin bedroht, da müsst ihr von ausgehen. Was da auch immer hilft, wenn ihr mehr Einheiten habt als der Gegner, stellt erstmal eure unwichtigen Einheiten und guckt, wo er dann die dicken Sachen stellt, weil dann könnt ihr damit schon mal viele Winkel vermeiden. Genau, generell aber eine Mission, die der Chaos mag, und er wird gucken, dass er da einfach scoret. Also hier würde ich jetzt tatsächlich gucken, hier ist ja auch so, dass jetzt mehr Marker hier sind. Also wir haben ja jetzt hier dann, der hier geht weg und hier kommt ein Marker hin, hier kommt ein Marker hin. Geht auf eure 10 Punkte, versucht so wenig Schaden wie möglich zu nehmen und versucht dann in einer Runde so viel zu töten, wie es geht. Das wäre so mein Tipp an dieser Stelle. Wenn wir jetzt auf die nächste Mission gehen, Take and Hold, 15 Punkte pro Runde. Am Ende nochmal 15 und dann nichts weiter dabei. Ist eigentlich genau das gleiche Spiel. Der Chaos kann einfach am Ende des Tages immer sein Spiel durchziehen. Es sei denn, ja, ihr habt irgendwelche Wunderwaffen sonst dagegen. Es ist aktuell echt eine Armee, die drüber ist. Vielleicht könnt ihr auch mal im Chat schreiben, was ihr für Erfahrungen damit gemacht habt, weil ich würde lügen, wenn ich euch jetzt hier richtig geile Tipps irgendwie dagegen geben kann. Ich kann euch hier schon nur sagen, Ring der Lust finden sie auf jeden Fall gut, haben super Möglichkeiten, das Spiel aufzubauen und machen euch das Leben zur Hölle. Ist leider so. Sehr, sehr schwieriges Spiel. Als Elder hat man da halt ein bisschen Sachen gegen, vor allem wenn man anfängt, muss ja immer dieses Stratagem ziehen. Man kann alles andere, 3 andere Einheiten verlangsamen und so, da sieht das dann wieder ein bisschen anders aus und kann quasi den Gegner richtig sezieren. Das ist nochmal ein bisschen anderer Schnack. Hier wiederum auch für sie ganz gut, weil die genügend Einheiten haben, die Aktion machen können. Er kann erstmal sein Rhino nehmen, er kann erstmal irgendwelche Kultists nehmen. Die machen ja auch immer den Heimatmarker hier Sticky. Die haben sie auch mal dabei. Und wenn ihr keine Schockreserven habt, dann ja, ist es halt schwierig. Und ja, der zwingt euch einfach sein Spiel hier auf. Also auch keine Mission, die ganz gut ist gegen Chaos. Hier vielleicht ein bisschen was anderes, also hier muss er dann halt irgendwie, also wenn wir jetzt hier haben, wir Hammer und Anvil, das heißt, auf der einen Seite werdet ihr irgendwo den, ich sag mal schnell, den Accursed, nicht den Accursed Kultist, sondern den Dark Commune Kultist Trupp sehen, weil er muss einen Charakter draufstellen, um zu scoren. Das heißt, ihr werdet auf jeden Fall die Möglichkeit haben, die dann anzugehen, dann müsst ihr die aber auch löschen. Und ansonsten muss er ja dann immer, woanders wird er hier noch einen Changeling hinstellen. Das kannst du auch machen. Und dann müsst ihr da auf jeden Fall hin. Hier muss man gucken, dass man das Spiel so ein bisschen auseinanderzieht. Und je nachdem, wo sie sind, aber es muss auf den Flanken auch passieren. Das ist eure einzige Chance. Und hier könnt ihr auch einigermaßen gut mit den Reserven arbeiten, weil es wird ziemlich schwierig sein, für ihn alles hier auszuscreenen die ganze Zeit, weil dieses ganze Feld hier am Start ist. Vielleicht ist das auch nochmal ein Mittel eurer Wahl. Genau. Dann haben wir hier Vital Ground, hatten wir gesagt, der Mittelmarker verschwindet, meine ich.
Das ist unangenehm, da musste ich auch gegen Chaos ran, weil sie dann ihre ganzen Einheiten auf diese zwei Marker fokussieren können. Super unangenehm. Das ist so frustrierend, über diese Armee zu reden. Genau. Ja, bin ich ehrlich zu euch. Bringt nichts, wenn ich euch jetzt hier was davor mache. Und bei der letzten Mission, da kommt es drauf an, was ihr so habt. Kill more, hold more. Kann man eigentlich einigermaßen mitspielen, weil er tötet was von euch und ihr tötet was von ihm. Beide wollt halten. Stellt immer nur sicher, wenn es geht, dass diese Chosen Trupps niemals zwei Trupps auf einmal anfassen können. Das ist ganz wichtig, weil die töten das mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ja, das wäre das, was ich euch zu den guten alten Chaos-Jungs erzählen kann, will oder möchte. Aktuell aus Anfängersicht auch. Wenn ihr noch Fragen zu Chaos habt, dann jetzt ist die Zeit gekommen, Leute. Ansonsten möchte ich mich an dieser Stelle auch bedanken bei allen Leuten, die auch bei YouTube rein gespendet haben oder bei Patreon. Es hat auch wieder angezogen und so. Ich bin richtig motiviert. Ihr werdet in den nächsten 3 Wochen richtig geil Content sehen. Ich habe noch ein paar archivierte Sachen gefunden. Ein paar Sachen, die auch gefailed sind. Ja, da sind coole Sachen dabei. Und ab Dezember wird auch der Berades, Stern des Südens, wird auch nochmal produzieren. Das wird auch nice. Und Icarus dann sowieso wieder bei Lim, da hoffe ich, da kann ich noch keine Prognose geben. Genau, der wird ja ein bisschen aber noch weiter streamen. Und ja, das ist so der Status. Und wenn keine weiteren Fragen zu Chaos sind, gehen wir in die nächste Fraktion. Und zwar sind das die guten alten Space Marines. Genau. Space Marines machen wir jetzt. Die haben auch jetzt schon ihren Kodex bekommen als zweite Fraktion. Space Marines können, da kommt es wirklich drauf an, was man spielt tatsächlich. Ne? Genau, also wenn man kann das klassische Detachment noch spielen. Wenn man das spielt, sind wir wieder bei Oath of Mormon, das kennt ihr, aber der Wound Reroll ist weg und hat nur einen Hit Reroll dagegen. Und dann gibt es noch verschiedene Detachments, aber da will ich heute gar nicht zu tief drauf eingehen, sondern ich habe euch einfach mal zwei Listen eine Liste habe ich euch hier gepostet, korrekt? Hier habe ich nur eine gepostet, die man sehen könnte jetzt an dieser Stelle. Also ich müsste doch dazu erwähnen, Iron Hands sind wieder back, auf jeden Fall mit dem Storm Spare Detachment auf jeden Fall. Die haben auch einen Hit, einen Wound Reroll am Start. Das ist natürlich sehr gut, damit Fahrzeuge und hast nicht gesehen. Dann haben wir die Space Wolves sind als White Scars wieder zurück. Das heißt, ihr seht da viele Wolves Rider mit noch indirektem Schuss und Dreadnoughts und sonst noch was. Und heute als Beispiel für euch dabei habe ich aber Black Templar, so wie man sie kennt. Und zwar ist das wirklich auch das Black Templar Detachment. Da kann man auswählen aus 3 verschiedenen Schwüren. Was sind denn nochmal die Schwüre? Ich meine, der eine Schwur ist, dass sie sagen, hey, wir haben Sustained Hits, vor allem auch im Nahkampf. Wir haben tödliche Wunden und dann noch ein anderer. Aber einfach nur ganz kurz, warum ist diese Liste krass? Wir haben den Chaplain Grimaldus, der gibt auf jeden Fall auch nochmal einen extra Buff. Ich meine, es sind Lethal Hits im Nahkampf oder ein Feel No Pain, irgendwie sowas, der betet dafür. Mit einem Relikt oder so. Dann haben wir High Marshal Hellbrecht. Der ist auf jeden Fall auch noch in einem der beiden Trupps da drinnen. Und ein Lieutenant ist dabei. Ich weiß gerade nicht, was Tannhausers Bones sind. Aber wir haben hier 2-mal die Primaris Crusader Squads. Das sind jeweils 20 Leute. Die haben dann, wenn alles gut läuft, meine ich, einen 5er Retter. Korrigiert mich, wenn ich falsch bin. Feel No Pain, 6er, glaube ich. Und können Rennen angreifen. Haben verschiedenste Möglichkeiten, sind unheimlich tough, ganz viel Objective Control, also richtig 2 dicke Blobs. Da hat man hier noch einen Infiltrator Squad, auch ziemlich ganz normal, 100 Punkte, günstig. Die machen in 12 Zoll natürlich, dass nirgends was irgendwas schocken kann und halten auch so ein bisschen das Backfield frei. Floco, danke für den Follow auf Twitch, geil. Und dann haben wir hier eine kleine Vehikel-Bastion dabei, und zwar einmal den Gladiator Lancer. Das ist derjenige, der so 2 Laserschüsse hat, die ziemlich stark sind. Man kann hier aber auch den sehen, der ganz viele Masseschüsse hat, den Reaper. Auf jeden Fall eins dieser neueren Primaris-Fahrzeuge. Und dann haben wir 3-mal den Redemptor Dreadnought. Der ist einfach ein gutes Tool für Schießen, also mit der Onslaught Gatling Cannon. Viele Schuss, die auf 6 beim Wunden dann tödliche Wunden macht. Davon hat er 3 Stück dabei.
Ah ne, eine kleine ist das nur. Er hat dreimal das Plasma-Ding dabei, sorry. Und der kann im Nahkampf auch ein bisschen fighten. Und die haben OC4. Das ist nicht so schlecht. Ah, okay. Die haben 5er Funeral Pain, der Trupp, dann, wo der Lieutenant drin ist. Also sehr, sehr stark. 5er Retter, 5er Funeral Pain. Sehr, sehr mächtig. Und dann noch eine Kalidos hier unten dabei, falls ihr es nicht lesen könnt. Die ist einfach auch nur wieder für Missionen dabei. Gut. Ja, was macht so eine Armee, wenn man die jetzt so sieht? Man sieht jetzt hier zwei dicke Blobs. Man nennt das heutzutage ein Stat-Check. Der Gegner stellt sie dir irgendwo hin und sagt, okay, entweder du kannst damit irgendwie umgehen oder du kannst damit nicht umgehen. Und wenn du damit nicht umgehen kannst, hast du halt ein Riesenproblem. Und zusätzlich hat er hier noch dreimal diese Dreadnoughts, diese Redemptors, die halt super nerven, weil die ein bisschen schießen, ein bisschen fighten und sehr, sehr tough zu killen sind. Die haben minus 1 Damage, 2er Rüstung und auf einen kannst du auch immer Armor of Contempt anmachen und dann haben die, bleiben sie bei der 2er Rüstung, je nach deinem wie viel Durchschlag du hast und ob sie in Deckung sind. Genau. Das heißt, man muss in dieser Liste jetzt verstehen, okay, hier ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Nahkampf dabei und auf jeden Fall qualitativer Beschuss. TK, Chris, ich grüße dich. Schön, dass du am Start bist. Was, jetzt wieder die Frage, was kann diese Liste? Die kann auf jeden Fall nahkämpfen und ein bisschen schießen. Was kann sie nicht? Sie hat nicht so viele Einheiten. Wir reden jetzt hier am Ende des Tages von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, wenn die Charakter da drin sind, 9 Einheiten. Das heißt, die muss sich relativ fokussieren. Also, was kann man diese Liste tun? Auseinanderziehen, wenn es geht. Das ist schon mal so Punkt 1. Und jetzt müsst ihr die richtigen Fragen stellen. Okay, fangen wir nochmal an. Gibst du vielleicht irgendetwas ab? Was ist, wenn ich gegen dich Bring It Down nehme? Ja, kannst du ja mal Chris erzählen, das ist die Liste, was die vielleicht nicht so gerne mag und was du dagegen machen würdest. Und dann sagt er, ja, Bring It Down gebe ich ab für 3, 6, 9, 12, 15 Punkte. Kann man sich schon mal überlegen eigentlich, wenn man dann noch ein zweites gutes Sekundärziel hat, was man erfüllen kann. Ansonsten könnte man fragen, kannst du Ren angreifen? Das kann er mit diesen Trupps. Und dann auch wieder die Bedrohungsreichweite, die fällt ein bisschen niedriger aus in dem Fall, weil kein Rhino da am Start ist. Das heißt, wir reden hier von 6 mit, weiß ich nicht, 5 Zoll vielleicht, irgendwie Advance, 11 und dann nochmal chargen. Ist, ja, kann man wieder mit guten 22 Zoll so rechnen. Ja, hast du irgendwie Advanced Shoot und hier und da? Nee, da hat er einfach nur diese Multimelter-Fahrzeuge mit den beiden Laserkanonen jeweils und diese Plasma wie 6 Schuss von den Dreadnoughts. Okay. Wie würde ich generell gegen so eine Liste spielen? Ich würde mich nicht so beeindrucken lassen von diesen Dreadnoughts und würde versuchen, wenn ich einen killen kann, okay, direkt machen, aber das ist nicht das Hauptziel. Ich würde versuchen, die so ein bisschen zu ignorieren, weil deren Output am Ende des Tages ist da, aber der ist nicht so... Die rasten nicht so aus wie zum Beispiel diese dicken beiden Trupps. Die sind das Herz der Liste. Das heißt, auf die müsst ihr achten. Was kann man dagegen machen? Runterschießen, also langsam runtergrinden, runterschießen, verlangsamen, blocken mit Einheiten oder einfach töten. Das ist so das, was ich sagen würde, der Plan hier ist. Die müssen schnell fallen. Wenn die tot sind, hat die Liste nicht mehr viel, was so scored oder was einen selber dann noch so krass umhaut. Das wäre so das simple Rezept an dieser Stelle. Wenn ihr jetzt hier, sage ich mal, auf andere Listen trifft mit Triple Whirlwind, also wieder so ein bisschen wie die L, also mit indirektem Beschuss, der relativ gut trifft, und dann habt ihr noch weitere Dreadnoughts immer in irgendeiner Form dabei, guckt immer das, was am meisten scored und was am meisten Schaden bei euch macht, weil sich diese Liste in der Regel immer fokussieren muss und ja, die können nicht so gut an verschiedenen Orten irgendwie alles bespielen. Ihr müsst da euch ein bisschen konzentrieren und dürft euch nicht irgendwo reinlocken lassen, dass ihr da alle Einheiten angehen wollt. Das geht dann meistens schief. Und bei diesen Blobs hier ist auch wieder wichtig, schaut immer, dass sie möglichst nur, wenn, an eine Einheit von euch rankommen. Sobald die wieder mit ganz vielen Leuten und mit Peilen und was auch immer an zwei, drei Einheiten rankommen, dann töten die alle auf einmal. Und das wird dann immer richtig, richtig ungemütlich. Genau. Das so, wie spielt sich diese Liste auf Missionen? Jetzt sind wir jetzt hier wieder im Beispiel Priority Targets, 15 Punkte am Ende scoren, Hidden Supplies, die Marker hier in der Mitte werden zu 2 und nur 10 Punkte pro Runde. Stresst euch hier wirklich gar nicht, konzentriert euch auf eure 10 Punkte pro Runde, hier Easy Claps, guckt erstmal, wie der Gegner so ein bisschen bewegt, guckt, was er macht, der Beschuss ist wirklich endlich, die Feuerwinkel sind auch endlich. Das heißt, wenn ihr vor den Feuerwinkeln Angst habt, der Redemptors und so weiter und so fort, schaut erstmal, was da überhaupt geht. Ich meine, die Redemptors bewegen sich nicht so schnell, Minimum 6, ich glaube aber vielleicht 7, 8 Zoll, sowas. Da könnt ihr auf jeden Fall gucken, dass ihr
egal, also Runde 1 muss echt safe, darf hier kein Schaden über Beschuss an euch kommen. Und hier nicht. Diese beiden Winkel müsst ihr euch wirklich absaven. Und dann guckt ihr, wie er die Blobs macht, wenn er die aufteilt oder in der Mitte, also wenn er sie aufteilt. Mal angenommen, er schickt einen hier hin. Einen hier hin. Dann sucht euch die Seite aus, die ihr für schwächer haltet, die ihr für besser bespielbar haltet und ignoriert den anderen erstmal. Dreadnoughts, gucken, was er macht. Auch da versuchen, da wo weniger sind oder was auch immer. Wenn er hier durch die Mitte will, ja, versucht es abzuschießen oder versucht hier was hinzustellen, dass er da erstmal irgendwie nicht weiterkommt. Das kann man da ganz gut machen. Die Liste, auch so wie sie ist, in diesem Fall mag es auch, kann nicht so gut screenen. Die haben halt diesen einen Fünfer-Trupp hier der Infiltrators. Das ist okay. Und die Fahrzeuge, die vielleicht so ein bisschen weiter hinten stehen. Aber am Ende des Tages, ja, kommen die halt nicht überall hin. Und das Niemandsland könnt ihr eigentlich ganz gut bespielen mit dieser Liste. Ja, das würde ich jetzt erstmal sagen. Aber ihr müsst ab einem gewissen Zeitpunkt Gas geben, damit halt diese Trupps müssen fallen. Diese dicken Trupps müssen fallen. Redentors sind nice, solange keine 1000 Sun deine Rüstung ausmacht. Ja, oder solange, keine Ahnung, etwas mit minus 3 oder minus 4 da reinhaut. Und du einfach, und der dann einfach stirbt. Genau. Aber bin ich bei dir, Harald. Diese Liste ist genau das gleiche. Also es geht wieder hier um Take and Hold. Hier ist es so, hier könnt ihr bis zu 15 Punkte scoren. Ich würde hier trotzdem immer auf die safen 10 Punkte erstmal gehen als Anfänger und sagen, okay, dass ich die irgendwie reinbringe. Kann ich irgendwie über Reserven oder über Bewegung oder was auch immer auch irgendwann einen anderen Marker bedrohen, ist okay. Vielleicht sogar den Endmarker. Müsst ihr mal gucken, wenn er das hier alles mit diesen Infiltrators rausgescreent hat, dann müsst ihr vielleicht irgendwann von der Seite kommen. Müsst ihr mal schauen, aber ich denke mal, das ist eine Liste, wo man wirklich gucken kann, was macht der Gegner eigentlich. Genau. Kann auch sein, dass er sich hier in der Mitte knubbelt und sagt, ich will flexibel bleiben und in alle Richtungen gehen. Sollte der Gegner das tun, er bleibt mit der meisten seiner Armee irgendwie hier so, dann erst recht die gefährliche Flügelzange rausholen und gucken, wie ihr ihn auseinanderziehen könnt. Genau. So. Und nie zu schnell. Versucht auch sonst mal zu gucken, ob ihr das Spiel mit ein bisschen Geduld auch gewinnen könnt. Alles klar. Dann haben wir hier wieder das Ritual, die Marker bauen, nicht auf die Marker schocken dürfen. Ja, Marker bauen, hat er schon genug Einheiten, kann auch erstmal die Redemptors für nehmen und die halten. Versucht dort nicht irgendwie primär das Spiel zu beeinflussen, sondern versucht einfach primär eure Punkte zu machen, selber Marker zu bauen. Baut euch einen hier, also sorry, ist falsch. Baut euch mal einen hier hin und dann baut euch vielleicht auch einen dahin. Vorausgesetzt, hier ist die schwächere Flanke. Wenn es andersrum ist, dann halt auf die andere Seite, ja. Aber guckt einfach, dass ihr genauso viel primär punktet wie der Black Templar auf dieser Seite. Und dann guckt, wie ihr es danach über die Sekundärmission ein bisschen aufdröseln könnt. Vielleicht als Anfänger auch mal Tipps reinholen und überlegen, wie man sich eine Fixed-Mission-Liste bauen kann, weil dann stresst man sich nicht so sehr mit den taktischen Zielen und ist auch dann in einem Zug nicht gezwungen, diese Dinge zu machen, weil man dann irgendwie das so zieht und irgendwie, ja, kommt man in eine komische Situation. Das hat mir zumindest in meiner Seele viel Frieden gegeben, zu sagen, ey, weißt du was, ich spiele auf ganz entspannt einfach immer fixe Missionsziele. Ich weiß genau, was ich mache, meistens so das. Und den Rest nutze ich für Schaden oder um den Gegner abzulenken. Und ja, kann einfach so mein Spiel durchziehen. Macht auf jeden Fall Laune. Bei der nächsten Mission haben wir am Start die Juten-alten Sides of Power wieder. Das ist natürlich eine gute Mission für den, weil da wird er sagen, ey, ein Trupp safe über eine Flanke, den anderen vielleicht durch die Mitte oder über die andere Flanke. Und wenn auf diesen beiden, sag ich mal, Flanken diese Charaktere stehen mit den dicken Blobs und jeweils noch den Redentor am Start, dann wird es auf jeden Fall richtig frickelig. Und ja, da müsst ihr gucken, wie ihr das dann, ja, löscht. Da geht's auf jeden Fall auf Konfrontation, weil egal wer hier performt, ihr seid so dicht beieinander, da wird's dann, sind ihr auf jeden Fall in Reichweite irgendwie da zu kämpfen. Genau. Aber hier auf dieser Map könnt ihr euch erstmal auch vom Beschuss richtig gut verstecken. Also hier gibt's kaum Winkel, wenn man das so sieht. Er kann mit den Fahrzeugen, das wollte ich nicht machen. Ah, nee, ist doch falsch. Er kann mit den Fahrzeugen maximal irgendwie, gucken mal. Hier ist der BT. Ja, welche Winkel hast du? Du kannst hier so ein bisschen hinkutschieren, ein bisschen hinbutschern. Hast du hier so ein bisschen, ja, du kannst hier so ein bisschen irgendwie hier so, na, nicht ganz. Also, ne, ihr seht schon, das ist, oder diesen Winkel hier. Ja, ist okay, aber, ja, bei der Mission. God of War, schön, dass du da warst. Geil, mein Lieber.
Danke dir. Wird es auf jeden Fall eine Handgemenge geben. So. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Die letzte Mission, da haben wir nochmal Vital Ground. Der Mittelmarker verschwindet. Das ist nochmal besser. Also es gibt schon echt ein paar gute Missionen für diese Armee, weil er so sagen können, ja, du kannst nicht mehr den Mittelmarker bespielen. Ich konzentriere mich nur auf diesen hier. Ist eigentlich die gleiche Ansage wie eben, weil er da irgendwie reinhauen wird, definitiv. Aber ich denke mal, wenn ihr das Konzept jetzt so ein bisschen euch überlegt habt und so, ist diese Liste eigentlich relativ klar. Wenn ihr gegen Space Wolves in, sag ich mal, wie heißt das, Stormlands oder so, Detachment spielt, also den neuen Wildscar Detachment, die haben so dicke Bases. Da ist mein Nummer 1 Tipp an dieser Stelle. Wenn ihr auf die schießt, schießt nur auf diese Wölfe, wenn ihr auch wisst, dass ihr ein paar killt. Wenn ihr keinen killt, macht es nicht, weil der Gegner sich dann bewegen darf. Das ist mein Tipp Nummer 1. Der zweite Tipp ist ganz einfach, packt einfach billige Einheiten, eine billige Einheit davor, die kommen mit ihren fetten Bases da nicht durch und dürfen da auch nicht drüber. Greift sie aber ja nicht an, um die irgendwie im Nahkampf zu halten, weil entweder killen die euch und wenn sie im Nahkampf sind, können sie sich danach auch zurückziehen über euch rüber. Das ist nicht das, was ihr wollt, mit dann Zurückfall angreifen oder hast nicht gesehen. Und ja, ansonsten, wenn ihr so gegen Dreadnought spielt mit Triple Whirlwind, was ist denn sonst noch so dabei? Weiß ich jetzt gerade gar nicht aus dem Kopf. Ja, das ist jetzt ein bisschen zu spekulativ. Aber so viel vielleicht zu den Marines. Wenn ihr generell noch Fragen habt zu Marines, was ihr darüber wissen wollt, wo ihr Probleme hattet, wie man dagegen spielen kann, sagt mir jetzt gerne gerade Bescheid. Dann ist jetzt wieder die Zeit, kurz da was zu fragen. Und ich trinke kurz. Okay, anscheinend keine Fragen. Ihr habt sie alle schon in der Tasche. So, ja, und dann würde ich sagen, Thermis wegschiften, wie? Das ist auch ein probates Mittel tatsächlich, dass man infiltrierende Terminatoren sieht durch Blade Driven Deep. Das ist eine Erweiterung für ein Charaktermodell. Thermis wegschiften, was kann man da machen? Man kann tödliche Wunden reinhauen durch die verschiedensten Sachen. Das ist immer eine gute Geschichte. Reinschießen geht theoretisch auch. Versucht euch Kombinationen zu finden, wo ihr, wenn ihr schießt, Deckung irgendwie wegnehmt durch eine andere Einheit. Also ein Beispiel wäre Tyranniden mit einer Pyrovore vorher reinschießen und dann schießt du mit einer Exokrine rein. Richtig, richtig edel. Geht richtig ab. Und wenn die Thermis kein minus 1 Schaden habt, natürlich Waffen mit Schaden 3. Ansonsten, was ihr auch machen könnt, ist tatsächlich manchmal, ist, wenn ihr einen Thermi-Block habt und ihr habt eine große, günstige Einheit, könnt ihr euch einfach auch einmal drum herum stellen. Dann kommen die Thermis da nicht rüber und bleiben zumindest eine Runde weiter da stehen, wo sie sind. Das geht auch, ohne dass ihr sie angreift. Da muss er sie vorher erst wegschießen oder wegprügeln und dann steht er nach wie vor da. Das geht auch. Weil das Problem ist nicht immer nur die Lösung ist nicht immer nur die Einheit zu shiften, zu killen. So, das kann man machen. Reinschießen, immer probates Mittel. Oder kämpfen, aber da musst du schon was Gutes haben. Bedenkt immer dabei, dass sie dieses Armor of Contempt haben. Eine Zweierhose mit minus 1 AP ist schon, da muss schon was Wildes reingehen. Genau. Ansonsten geht einfach woanders hin, wo die vielleicht erstmal, wo ihr die nicht behaken müsst und kümmert euch erstmal um die anderen Geschichten. Jetzt wurde hier noch gefragt, was gegen drei Whirlwinds tut und Dreads, wenn man selber Ork spielt. Naja, die Frage ist, wovor hast du Angst, in Anführungsstrichen, Nanoteilchen? Also, in der Regel wird er mit den Werewolves immer auf den gleichen Trupp schießen, weil er Out of Moment hat, wenn er das hat, um das zu maximieren, dass das meiste trifft. Du hast dagegen, glaube ich, eine Deckung, also ich weiß nicht, wie viel die machen, minus 2-2, meine ich. Dann hast du halt minus 1 Deckung. Ich muss mal gucken, wie viel Schaden der macht. Und was geht gut mit Orks an dieser Stelle? Ja gut, gegen die Whirlwinds machst du erstmal nichts. Du kannst da ein bisschen mit Reserven spielen. Und wenn die Dreads kommen, ja, die Dreads erstmal ignorieren oder du fokussierst dich immer auf einen. Du hast ja ganz viel Anti-Tank, Anti-Monster-Keywörter da drin, mit den Squeakhawk-Reitern zum Beispiel. Oder auch einen Nob-Trupp kannst du da fast reintun. Weil auch selbst mit minus 1 AP und 1 Damage hat er immer noch ein 3er Safe, da kommen echt richtig viele Runden bei rum. Vor allem, wenn du im War bist mit Stärke 10 und explodierenden 5 oder so. Die können auch einlegen und wenn sie danach nicht so gut beschossen werden können, ist es okay.
Oder sie werden einmal beschossen und dann gehst du mit dem Rest wieder in den Truck. Das kannst du machen. Immer einen, wenn du einen Redemptor angehen willst, dann musst du ihn halt fokussieren. Das kannst du mit Nobs tun, das kannst du mit Granaten-Stratagems tun, das kannst du mit einem Tankshock tun, das kannst du mit Squeakhawk-Reitern tun, die vorher noch eine 2W3 tödliche Bomben reinschmeißen und schießen. Das kannst du mit Flashkits tun, die dann aussteigen und dann volle mit Lethal Hits und so. Also da gibt es schon die ein oder andere Möglichkeit, was du da als Ork auf jeden Fall machen kannst. Ja. Und ansonsten bei Dreads auch immer geil, generell für alle, wegen diesem Armor of Content. Sonst versucht einfach zwei anzugehen und den anderen lässt du irgendwo versumpfen mit einer Einheit, wo er nicht genügend Sachen hat, um da reinzugehen. Wenn du da einen 10er oder 20er Trupp reintust, versinkt erstmal der Typ da drin und dann gehst du auf den anderen, wo er das Fire Gem nicht mehr zünden kann und dann kümmerst du dich erstmal um den. Also sowas ist eine Möglichkeit. Ja, es ist keine Attacke, das ist eine Fähigkeit, die sie einfach sie wählen zwar ein Ziel aus, aber sie machen keine Range Attack. Und das passiert auch Ende der Bewegungsphase. Genau. Ihr könnt auch immer gucken, es gibt viele Fähigkeiten, die auch, eine Fähigkeit sind, die nicht in der Shooting Phase oder in der Nahkampfphase gemacht werden. Und das heißt, das ist dann so ein Punkt, wo er auch dann nicht irgendwie dieses Armor of Content zünden darf, meine ich. Weil er das, glaube ich, nur in der Shooting- oder Nahkampfphase macht. Aber das ist so aus Ork-Sicht so ein paar Sachen, die man da machen kann. Nanoteilchen, sag doch mal, ob dir das hilft oder ob du da noch weiteren Input brauchst. Und generell natürlich, Chat auch, braucht ihr andere Tipps noch für Space Marines, gegen Space Marines. Ihr könnt mich jetzt nochmal alles fragen. Wobei das für Space Marines ein bisschen weniger ausfällt, weil ich da aktuell nicht 100% drin bin. Gebe ich euch nochmal 1-2 Sekunden Zeit. Und dann kommen wir auch schon... Ah ne, hier ist noch eine zweite. Ich habe doch noch eine zweite Liste hier für euch. Hey Leute, das war doch alles geplant jetzt hier, würde ich aber sagen. Hier, zweite Liste. Für diejenigen, die es nicht erkennen können. Vor denen ich als Ork Sorge hätte. Die sind alle nicht leicht, Harald, ne? Muss man einfach so sagen. Die sind alle krass. Aber ich, muss sowieso als Ork gehst du in jedes Spiel, als wäre es der letzte. Für Gorg oder für Morg gehst du einfach rein. Und ich spiele in der Regel immer fixed, weil es für mich einfacher ist, aber Ork-Listen können auch immer Tactical spielen. Ich habe selber nur oft nicht so gute, also das ist aber nur für mich sprechend, nicht so gute Erfahrungen mit Tactical gemacht, weil dann genau die Karte kam, die ich nicht wollte, die ich nicht brauchte und der Gegner dann die bekam, die er brauchte und wollte und so. Und deswegen habe ich mir gesagt, ich habe selber in der Hand, also baue ich eine Liste oder spiele eine Liste, die einfach fixed Objectives spielt. Hier haben wir das Iron Storm Sparehead, das kann man auch das neue Iron Hands Detachment wählen. Für den neuen Marine Code, jetzt kann ich ein extra Dingens machen, aber ich wollte erstmal jetzt mit dieser Folge reinstarten, weil ich glaube, Harald war das, der mich inspiriert hat, einfach Anfängern da jetzt zu helfen und einfach die Tipps immer zu geben. Und ich glaube, ist auch immer ein geiles Thema für den Stream. Ich will da ähnlich was etablieren, wie der Lim mit seinem Hobbytag und so. Und weil vorher war es ja immer vom Format so ein bisschen random. Und genau, da fühle ich mich wohl, das macht mir Spaß, finde ich cool. Diese Iron Hand Liste hier haben wir einen Lieutenant wieder am Start. Ich weiß nicht, was Master of Machine War macht. Tech Marine. Ich glaube, der wird Low-Nob bei Fahrzeugen in 3 Zoll und kann die bestimmt wieder reparieren und denen eine Aura hier geben. Ich weiß nicht was. Ich meine, das ist die Liste von Pascal. Dann haben wir hier Adept of the Omnissiah. Ich tippe, das ist besser reparieren. Dann haben wir einmal Ballistas Dreadnought. Das ist dieser neue Primaris Dreadnought, der halt ganz gut schießt, sage ich mal. Mit OC4, den hat er zweimal dabei. Der wird dann, glaube ich, relativ, weil er wenige Schüsse hat, aber qualitativ hochwertige. Durch diesen Reroll wird er halt ziemlich effizient. Hier hat er den Reaper dabei, der geht halt richtig steil. Also den Reaper seht ihr hier unten. So, genau, er nimmt natürlich Black Templar. Man nimmt aktuell immer die Black Templar Autos. Warum? Weil die immer irgendwie einen Multimeter dran haben und die normalen nicht. Das ist so ein bisschen Fail. Aber ja. Der schießt dann halt diese Twin Onslaught, Heavy Onslaught Gatling Cannon. Ich meine, das sind 18 oder 20 Schuss. Alle Treffer wiederholen und sobald du, glaube ich, sechste explodieren oder so, irgendwas. Und wenn du ein Modell oder eine Wunde vorher bekommen hast, dann kann er sogar auf 5 und 6 explodieren. Also die machen richtig, richtig viel Damage. Und die wollen halt beim Wunden die 6 legen, damit sie ganz viel tödliche Wunden machen. Das geht auf jeden Fall richtig steil. 2 Auren für Lethal Hits. Ja, siehst du, Advance und Shoot, Fallback und Shoot, beide 6 Zoll und ein Tech Marine kann einmal auf Damage auf 0 drehen. Ja, mega mäßig. Also da habt ihr es ja, da stellt er den, wo er den Damage auf 0 drehen kann, ein bisschen offensiver, weil er genau weiß und ausrechnet, wie viel er bekommt.
Und die Kane sagt noch, der eine sollte Lethal Hits machen, als Aura, und der andere Rüster auf eine 6 drehen und für ein Fahrzeug, und beide geben ein, ja, siehst du, dann treffen die halt richtig krass. Besser, können explodieren, und also die rödeln halt alles weg. Da war da auch direkt 2 Stück dabei. Einen hier unten am Still, oh, die falsche Folie. Hier muss ich, einen hier unten, zack, einen hier. Natürlich darf der klassische Triple Redemptor hier nicht fehlen, die haben wir hier. Und dann haben wir einen Scout Squad. Ich meine, die können wieder am Ende der Phase aufstehen, weg in den Himmel und wiederkommen für Missionen. Davon hat er 2 Stück dabei, und hier hinten das Triple Whirlwind Kommando, Eldari für Arme. Die schießen, glaube ich, mit Blast W6 plus 3 oder 4, Stärke 7 minus 2, 2 oder irgendwie sowas. Und du musst, glaube ich, einen Battleshock machen. Ja, wenn ich mir die Liste angucke, würde ich selber erstmal wieder, okay, die Liste ist irgendwie fahrzeuglastig, schießt, glaube ich, ganz gut. Nahkampf sehe ich jetzt hier so nicht so, also da muss ich nicht so viel Kopf machen erstmal. Ein bisschen die Redemptoren so, weil die irgendwie Fäuste haben, aber die Liste schießt. Codex recht neu, wahrscheinlich schießt die aus der Hölle. Oh, scheiße. Okay, weiß ich da aber schon mal Bescheid. Dann würde ich fragen, okay, wie ist die Reichweiten so? Und dann wird er dir sagen, ja, 24 Zoll, 36 Zoll mit noch Bewegung. Ah, okay, alles klar. Kannst du irgendwie advancen und schießen, damit du noch mehr Bewegung hast? Dann wird er dir sagen müssen, wenn er korrekt ist, ja, ich habe hier irgendwie eine Aura dabei. Und, so. Und du weißt, vielleicht ist das sogar diese Target Augury Web Aura. Das heißt, dann ist sein Plan immer mit den Autos zu advancen und zu schießen, und auf einmal hat die Liste viel mehr Geschwindigkeit, als man denkt. Das ist die nächste Frage. Dann wieder wichtigste Stratagems, was ist das so? Und dann sagt er, ja, hier, irgendwie, wenn du angeknackst bist, dann kann ich nochmal extra explodieren und das und hast du nicht gesehen. Dann sagst du, oh, okay, alles klar. Und dann weißt du da schon mal Bescheid. Okay. So, gehen wir in das Play rein. Achso, was fällt generell auf? Wir gehen wieder auf die Primärmission im Kopf. Ah, okay, er hat hier diese ganzen Dreadnoughts, die haben so 4er OC, ein bisschen Scout Squads, okay, die Whirlwinds stehen hinten, okay, er hat hier irgendwie so, ich würde jetzt irgendwie erstmal vermuten, er hat so diese 3 Bots hier, die sind recht tough irgendwie, die gehen nach vorne und machen ein bisschen Marker und schießen und kämpfen, und dahinter kommt die zweite Welle mit noch hier diesen Schießenden und die beiden Reaper, die halt einfach richtig Masse rausrödeln und dadurch auch Schaden machen. Alles klar, habe ich so ein bisschen schon mal verstanden, die Liste. Wieder Mission 1, Ring der Lust. Es geht los. Alles klar. Hier ist der, wie heißt er? Der gute alte Ironhead. Ich starte hier unten links. Und ich sage mir, okay, die Reichweiten bitte. Ah, okay, du kannst da um die Ecke. Alles klar. Map ist echt eng. Irgendwie wird er so ein bisschen hier durchschieben. Hier wird ein bisschen was durchgehen. Irgendwie hier, alles klar. Oh, da so, ja. Also das sind wieder die Winkel. Ihr kennt sie. Das ist der eine Winkel. Das ist der andere Winkel. Und hier ist der Winkel. Okay, ja, Mann, ich habe jetzt so viele Spiele. Was habe ich? Ah, okay, ich habe Infiltratoren. Geil. Infiltratoren. Er hat, glaube ich, keine Infiltratoren. Ich weiß nicht, ob die normalen Scouts infiltrieren dürfen. Ich gehe mal einfach darauf aus. Er hat keine. Geil, er hat keine Infiltratoren. Okay, ich stelle die erste Einheit hier hin. Geil. Das heißt, er kann nicht durch die Mitte gehen. Und natürlich auch 3 Zoll weg von dem Marker. Das heißt, ich halte ihn schon mal hier auf. Wenn ich anfange, dann advance ich sogar vor. Und gehe sogar hier hin. Das heißt, er ist erstmal hier gefangen. Er muss über die Flanken gehen. Ich habe noch eine Einheit Infiltratoren. Geil, ich kann mir noch eine Flanke saven. Und zwar save ich mir diese hier, weil die für mich diese oder ihr könnt euch aussuchen, aber einfach 9 Zoll hier weg. Also quasi hier steht der zweite Thron. Geil. Also muss er quasi erstmal hier spielen. Cool. Das heißt, ich habe ihn da schon mal irgendwie gemove blockt, sagt man heute so schön. Oder ich habe seine Bewegung eingeschränkt. So, das wäre eine valide Taktik, das so zu machen. Und ansonsten, wenn ihr Masse spielt, ihr viele Einheiten habt, dann könnt ihr auch wieder, ihr wisst es auch von den vorigen Maps einfach, hier ist ein super Staging Point für euch, wo er erstmal in der Regel nicht so gut an euch rankommt. Hier müsst ihr aber aufpassen, dieser Winkel hier ist garstig, also hier darf nichts rausgucken, hier. Da müsst ihr drauf achten, ansonsten ist diese Position richtig geil. Und wenn ihr anfangt, seid ihr in der Regel hier immer safe. Ihr müsst aufpassen, bei so einer Map immer auch so ein bisschen mit den Gegnern kommunizieren, absprechen, dass er nicht hier durch diese Lücke so durchkommt. Das geht nämlich in echt tatsächlich auch. Also ist hier dann, guckt euch wieder hier eine geile strategische Position. Hier eher so geht so, weil er wird irgendwie hier auch dann da die Winkel bekommen. Aber das sind so Sachen, die man direkt so dagegen machen kann. Was mir auch dann so auffällt. Genau. Ansonsten gegen diese Liste
Ja, ansonsten mit Reserven spielen. Er wird das nicht so lange ausspielen können, auch wenn jetzt hier die Whirlwinds sind. Hier Whirlwind 1, Whirlwind 2, Whirlwind 3. Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo eure Reserven auch reinkommen können und dann könnt ihr den Heimatmarker auf jeden Fall auch bedrohen. Oder ihr könnt hier auch, wie in dem Film, ab durch die Hecke einfach hier durchgehen. Das geht auch. Je nachdem, was ihr für Möglichkeiten habt. Aber das war jetzt nochmal so ein Beispiel für so eine Dreadnought-Liste, wie sie jetzt auch, wie ihr sie auf Turnieren oder auf Spielen generell sehen werdet. Sagt mir nochmal, ob ihr da Fragen habt oder noch etwas zu braucht. Ansonsten gehen wir zu Orks. Okay. Grande Finale. Gehen wir in die Orks. Da geht auch die Zuschauerzahl wieder hoch. Geil. Orks, Orks, Orks. So, wir haben einmal ein Beispiel hier Orks mit Guzzi. Sorry, wenn ihr es jetzt nicht so gut seht. Guck mal, geht das so besser oder was? Ist das der Zoom? Yes, Orks haben mich als Boxen gekauft. Boah, die waren auch... Wie du spielst, jetzt machst du mich nach oder was? Erst Custodes und jetzt dann auf einmal Orks oder was, du Geier? Ich hatte... Das ist krass, Chris, muss ich sagen an dieser Stelle. Aber ja. Orks... Du bist ja, da musst du aber auch noch Necrons kaufen. Dann bist du genau auf meinem Weg. Und ich spiele vielleicht auch noch ein Custodes-Turnier dieses Jahr. Nur damit ich dir nochmal hier Best of Faction nehme, mein Lieber. Das behalte mal im Hinterkopf. Da kannst du noch so viele Turniere spielen, sag ich dir. So, Orks. Was machen Orks? Die haben generell als Chapter-Fähigkeit, dass sie sagen: Ey, Sechsen im Nahkampf explodieren. So. Die wichtigsten Stratagems bei Orks sind. Das ist jetzt echt so eine Philosophiefrage. Ich sage, das wichtigste Stratagem ist für 2 CP Fight on Death. Automatisch, ohne Würfel. Minus 1 to Wound für eine Nicht-Fahrzeugeinheit. Und was haben wir noch so Schönes am Start? 5 und 6 explodieren im Nahkampf für 1 CP. Auch geil. Haben wir noch was übersehen? Wahrscheinlich. Wir haben ansonsten so ein Explosions-Stratagem. Mob Rule haben wir noch. Und dann haben wir noch irgendein anderes. Das ist mir jetzt aber gerade entfallen. Gut. Jetzt haben wir eine Liste, das ist die Liste von Max Kanter oder von der Chaosbiene. Ich bin mir nicht sicher, die jetzt beim Raccoon Rumble sehr, sehr gut performt haben. Ich glaube, Platz 2. Mit Guzzi. Wir haben einen Beast Boss. Der Beast Boss hier oben, der macht, wenn er angreift, Devastating Wounds mit 2 Schaden jeweils. Gegen Fahrzeuge schon auf die 3 oder auf die 4 plus, meine ich. Dann Gaskul selber haben wir dabei. Der kostet mit Makari. Man kann sich ausruhen, ob man erst seinen Retter nimmt oder Makaris Zweierretter. Sobald Makari den Zweierretter verkackt, dann ist der kann dafür nicht wiederholen. Und das kann man immer ganz gut mit Massebeschuss rauslocken. Ansonsten hat Gaskul im Vark eine 9 oder 12 Zoll Aura, wo alle Boys, alle Einheiten auf einmal Lethal Hits bekommen. Das heißt, Sechsten beim Treffen machen direkt eine Wunde. Und das wird dann richtig garstig. Also, sobald das möglich ist, müsst ihr aufpassen. Den Vark oder den War rufen Orks aus Anfang der Kommandophase. Das heißt, Orks wollen eigentlich immer anfangen, um das zu kontrollieren, damit der Gegner sich erstmal theoretisch darauf vorbereiten muss. Sind Orks Zweiter, das ist mir leider jetzt beim Raccoon Rumble 5 von 6 Spielen passiert. Da muss ich den War immer in der Runde, also Anfang der Runde des Gegners ansagen, also richtig Absturz. Und dann sagt er so, ja, okay, alles klar, dann bewege ich mich doch mal ein bisschen weg und so. Und dann verpufft er so ein bisschen leider. Aber der War gibt den Orks dann auch für in seinem Turn und in den gegnerischen Turn, also quasi 2 Züge, einen 5er-Retter plus 1 Stärke und plus 1 Attacke. Und Rennen und Angreifen. Natürlich sehr, sehr stark. So, Gaskul haben wir drüber geredet. Ansonsten 4 Retter, ziemlich tough. Ist Infanterie und geht aber nur 5 Zoll. Und darf sich nur an Meganobs ranpacken. Die wird er bestimmt dabei haben, damit er nicht beschossen werden kann, so einfach, oder? Hat er ihn. Ja, hier unten sehen wir nochmal. Hier haben wir nochmal Meganobs. So, dann haben wir dabei Mad Dog Grotznik. Der gibt. Rückfall angreifen oder. Auf jeden Fall 5er Fino Pain für den Trupp. Und er kann, glaube ich, einmal pro Spiel auch W3 von den Nobs, wo er angeschlossen sein wird, wiederholen. Den haben wir hier, den Mad Dog. Günstiger als ein Painboy übrigens. Eine Nob auf Smasher Squick mit Headwhoppers Kill Chopper. Das heißt, der macht immer Devastating Wounds auf Sechsen und weil er Anti-Monster im Vehikel hat, gegen Fahrzeuge macht er das schon auf die Vieren. Das heißt, der macht im Shit immer so 6 bis 8 tödliche Wunden gegen ein Fahrzeug. Ziemlich effizient.
dann einen Normalo, den gleichen nochmal nur ohne Erweiterung, einen Warboss mit Follow Me Lads, das heißt, die Einheit hat plus 2 mehr Bewegung, das ist doch manchmal echt sehr, sehr entscheidend. Und hat selber im War hat er 8 Attacken, 9 Attacken hat er im Angriff mit Stärke 10, dann Stärke 11 und 2 Schaden. Beastnugger Boys haben immer Hit Reroll gegen Monster und Fahrzeuge. Und hier das Herzstück, so Squickhawk Boys, 2x6, also die haben diese Bombsquicks, die sie werfen können, 2 Stück. Können auch beide auf einmal werfen nach ihrer Bewegung. Und die sind selber einfach super tough mit Toughness 7, 3 Leben, 5er, also 4er Retter, 4er Rüster im War, 5er Retter und 5er für No Pain. Genau, und OC2, ja, sie können gut Markerblocken übernehmen. Und dann haben wir hier Stormboys für Mission, Stormboys für Mission, Warbikers für Mission, Warbikers für Mission, Boys, um den gegnerischen Marker zu bedrohen, zu flippen, weil die Objective Control 2 haben. Aber nur einen Truck, einen Battlewagen, das ist echt teuer. Da tut er wahrscheinlich die, na, wen tut er da rein? 10, wahrscheinlich tut er da 10 und 10 Boys rein, passen 20 Stück rein. Oder er tut die beiden Meganobs und Gaskul rein, das geht auch, eins von beiden. Und dann hat er Grotze für hier CP-Regeneration 2-mal und die Meganobs wie eben angesprochen. Genau, das sind ist erstmal die Ork-Liste. Ziemlich viel Stuff, ist viel schneller als man denkt, muss man erstmal sagen. Ich als Neuling würde jetzt erstmal denken, okay, ja krass, irgendwie Orks wollen immer fighten, sehen immer gefährlich aus. Und würde ihn auch wieder fragen, was sind deine drei wichtigsten Spider-Gems, habe ich vorhin schon genannt. Da würde ich auch wieder hier fragen, schießt die Liste irgendwie so? Und dann wird er sagen, ja, nee, nicht so wirklich. Tut sie auch nicht. Also hier ist wirklich nur ein bisschen Kniffelwasser dabei an den Trucks und an den Warbikern und so. Dann sage ich, okay, wie kämpfen diese Liste? Dann wird er dir sagen, ja, das meiste ist minus 1, maximal minus 2, außer Gazi, wenn er ankommt. Und ich kann irgendwie Bomben werfen und okay. Würde ich sagen, alles klar. Wie ist so die Bewegungs... sag ich mal, Radius oder die Reichweite, was muss ich so ungefähr wissen? Wenn er korrekt ist, sagt er dir, okay. Ja, der normale Boy, die laufen alle immer so 6 Zoll, dann rechnen Advance rein und dann zum Teil aus einem Truck, so, also sind wir wieder bei einer 6 plus einer 4 bis 5 und 3 und dann noch den Advance und Charge. Genau, das eine Stratagem gibt es, das gibt plus 2 auf Advance und Charge. Wichtig. Ich glaube auch nur eine Infanterieeinheit, meine ich. Aber es kann nicht im Truck angesagt werden. Da muss die Einheit auf dem Feld stehen. Und dann weiß man da schon mal die Reichweiten. Und dann wird er sagen, bei den Nobs auf den Smasher-Squigs und den Squiggos sieht es aber anders aus. Da reden wir von 10 Zoll Minimum-Movement. Ja, vielleicht 4 Zoll Advance, 14 Zoll. Und da müsst ihr nur drauf aufpassen, nämlich diese ovalen Bases, die kosten auch ein bisschen Bewegung. Wenn man sich dreht und so, muss man das schon sauber machen. Es ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich bin eigentlich ein sehr, sehr... ja, weil ich von anderen Fraktionen auch komme, ich bin sehr, sehr genauer Ork-Spieler. Ich spiele, glaube ich, auch ein bisschen kontrollierter so. Aber es gibt viele Ork-Spieler, die wollen immer nur moschen und wild und rein da und alles und so. Und da muss man halt einfach vorher absprechen, hey, wie weit kommen die mit Drehung und so. Und dann ist man da auch safe auf der Seite. Also weiß man hier ungefähr, okay, Gazi, ja, der wirkt erstmal gefährlich, aber der ist in diesem kleinen Trupp. Vielleicht im Battle Wagon, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Auf jeden Fall, das Herzstück sind einmal diese 6 Rider. Und diese anderen 6 Rider, sehr, sehr wild. Und Stormboys, Warbikers, ja, okay, cool. Aber das ist jetzt eher so, ja, und dann haben wir hier noch, wo ist denn der Nobstrupp? Den hat er doch auch, oder? Er hat er gar nicht. Er hat gar keinen Nobstrupp. Er hat nur den Warboss, okay. Hä? Dann ist der eine in den Boys. Okay, alles klar. Ja, gut. Da ist dann so der Schaden drin. Okay, alles klar. Schauen wir mal, wie das in der Mission aussieht. Gehen wir in die Mission rein. Wir wissen wieder, erste Mission hier. Am Ende Marker halten. Marker splittet sich. Jo, wissen wir schon mal Bescheid. Alles klar. Gute Ausstellung für Orks. Ziemlich nah am Gegner dran. Das heißt, hier oben ist der Ork. Hier seid ihr. Alles, was ihr quasi in diesem Bereich hier stellt, ist direkt gefährdet Runde 1. Und ihr wisst auch nicht, wer die erste Runde hat. Es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ein Ork-Spieler oft immer Fixed Objective nimmt, also seid ihr da schon mal gewappnet. Selber gegen den Ork Fixed nehmen, weiß ich nicht, da muss eure Liste schon drauf passen, das müsst ihr euch wirklich gut überlegen. Genau. Aber ja, so sieht das erstmal aus, das heißt, ihr müsst schon mit ein bisschen Respekt aufstellen. Hier ist wohl schon ziemlich entscheidend, wer am Anfang, 20er Boys, waren das echt 20er Boys? Habe ich das gerade übersehen? Gucke ich gleich. Hier ist schon mal sehr entscheidend, wer anfängt und wer nicht.
fangt ihr an, das ist ganz gut, weil ihr immer genau wisst, am Anfang eurer Runde muss er den War aussagen und dann könnt ihr schon damit planen, was dann in der nächsten Runde so ein bisschen passiert. Könnt euch entscheiden, dann wegzugehen oder auch nicht. Das ist auf jeden Fall schon mal ein probates Mittel. Ihr könnt insgesamt relativ offen gegen so eine Liste aufstellen, es sei denn, er hat Flashkits dabei, hat er aber nicht, dass ihr euch diesen Bereich hier, also ihr startet wieder hier unten, ihr könnt euch gerne hier in diesen Bereich hier stellen, ihr könnt euch zum Teil auch in diesen Bereich hier stellen, weil einfach kein Beschuss erstmal kommt. Das heißt, ihr könnt euch auch eure eigenen schießenden Einheiten relativ offensiv aufstellen, weil die sind dafür da, um quasi so ein Battlewagon zum Beispiel zu knacken oder die Fahrzeuge aufzuschießen. Das ist dann immer schon mal ganz gut. Und ihr wisst es auch auf so einer Map, dieser Winkel super interessant, wenn ihr hier rum, also dieser Winkel hier sowieso, den habt ihr von Anfang an schon. Und je nachdem, wie der Ork sich bewegt, das ist wahrscheinlich zu schwer hier rumzukommen, ist zu viel Aufwand. Es reicht, wenn ihr einfach über das Spiel diesen Winkel vom Feuer her und diesen hier natürlich auch abdeckt. Da solltet ihr eure safen Feuergeschichten haben, weil der Ork muss an euch rankommen. Habt ihr Infiltratoren, mega geil, raus damit, sofort hier vorne zumachen, einmal hier. Und wenn ihr noch einen weiteren Trupp habt, sucht es euch aus, entweder macht ihr erstmal hier zu oder wie eben auch gezeigt, könnt ihr dann auch hier zu. Oder ihr könnt sogar auch hier die Wand zumachen, um euch selber auch so ein bisschen zu schützen. Das ist auf jeden Fall richtig gut. Das wäre so ein weiterer Tipp. Ja, das ist so das. Fängt der Ork selber an? Ja, das ist immer so eine Sache. Ich würde nie versuchen, ihr könnt schon versuchen, tatsächlich Orks an mehreren Fronten gleichzeitig zu bespielen. Vor allem, wenn ihr auch Nahkampf macht, wird das so ein Tauschspiel, da müsst ihr gucken, wer besser austauscht, weil wenn er kann nicht irgendwie zweimal miteinander kämpfen oder so, wenn er eine Einheit aktiviert, dann könnt ihr unterbrechen oder wenn ihr Fight First habt, das sind alles gute Sachen, die ihr einsetzen könnt, weil es gibt einfach Einheiten im Spiel, da müsst ihr mal bei euren Keywords schauen, die haben Fight First als Ability, das heißt, wenn der Gegner dran ist, er greift euch an, kämpft ihr als erstes, auch sehr, sehr, sehr effizient. Genau, und das ist so ganz gut. Wenn ihr indirekten Beschuss habt und er euch nichts Geiles bietet außer Transporter, könnt ihr, wenn ihr sicher seid, ihr bekommt den Transporter auf, macht das, weil das verlangsamt den Ork sehr. Wenn nicht, dann könnt ihr auch einfach seinen Heimatmarker immer bedrohen und hier Grotze runterschießen. Dann kriegt er erstens in der Zukunft kein CP und dann muss er auch was abstellen, um den Marker zu halten. Und wenn ihr auch wollt, wenn ihr darauf auch Bock habt, könnt ihr auch einmal gucken, dass ihr diese ganzen starken Supereinheiten auch ignoriert. Wenn ihr es zum Beispiel schafft, ziemlich schnell, das ist auch immer ganz gut, ne, das sind wir bei den Marines falsch, aber nur wenn ihr es wirklich schafft, ja, wenn ihr das einschätzen könnt, zum Beispiel direkt zweimal Warbiker rauszunehmen oder Warbiker einmal Stormboys oder das. Das sind all diese Sachen, die er für die Mission braucht, also quasi sein Geraffel, immer auch ein gutes Mittel, weil das einfach den Ork richtig nervt und er dann einfach nicht die Mission gut spielen kann. Und wenn er dann mit der Mission quasi, müsst ihr aber ein bisschen einschätzen können, dann auch den Battlewagon benutzen will, also und den Truck, einmal hier den, und wo ist der Battlewagon? Es sind tatsächlich 20 Boys übrigens. Wo ist denn der Battlewagon? Sehe ich den jetzt gerade? Ah ja, hier ist er. Haltet die ruhig im Nahkampf mit irgendwas fest, also zum Beispiel so ein Truck killt jetzt nicht drei Nörgelinge als Beispiel oder was anderes. Dann, kann er auch nicht zurückfallen, angreifen oder zurückfallende Aktionen machen. Das ist irgendwie nervig für den Ork. Also das sind auf jeden Fall probate Mittel. Aber zurück zur Mission. Schauen wir. Also da haben wir drüber gesprochen. Moveblock, alles cool. Das gilt auch für diese Mission, wo wir jetzt hier bis zu 15 Punkte pro Runde halten. Das ist, hier ist auch ganz wichtig, wenn er mit dem 20er-Trupp hier ab durch die Mitte macht, ja, den hier macht und irgendwie hier dann diese ganzen 20 Boys verschiedene Einheiten anfassen, versucht ihm das nicht zu geben. Na, also versucht ihm echt dann nur mit einer Einheit oder zwei günstigen Einheiten das zu geben und dann macht diese 20 Boys weg, weil das einfach, das ist sonst ein Riesenproblem für euch, ihr kommt da nicht richtig raus. Und was er mit diesem 20er-Trupp machen will, ist vielleicht eine kleine Einheit töten und der Rest soll nur aufhalten, ihr sollt euren Heimatmarker nicht halten, das sind so Dinge, die er damit vorhat und ist einfach nervig, vor allem wenn man auch unterschätzt, wenn die einen 5er Retter haben und einen 5er für No Pain und hast nicht gesehen. Steezy schreibt jetzt, das Gute an den Orks ist ja, dass viele Units ausrechenbar sind und man mit Kleinzeug viele Wege dicht machen kann, um das Movement etwas zu steuern. Genau das meine ich damit. Also wenn ihr das könnt, auch als Anfänger, übt das mal, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr probates Mittel. Vor den Truppen müsst ihr aufpassen. Fogazi selber finde ich jetzt, der kann mal auf ein Fahrzeug umhauen, weil er recht viel Stärke und auch AP und Schaden vor allem hat, aber er hat nicht so viele Attacken. Ich meine, der hat 5, 6 Attacken. Also
da nicht ganz so schlimm. So, dann haben wir noch diese Mission. Ja, mag der Ork super gerne. Also der kann, obwohl es kommt, ja doch, kann drauf an. Er findet diese Ruine hier super, wenn er hier oben ist, der Ork. Der findet diese Ruine hier super. Und von diesen Ruinen kann er da und so gehen, von dieser kann er so gehen. Oder sogar hier hinten so rein. Das ist, mag der richtig gerne. Oder, genau, ansonsten von den Winkeln, lass mich mal kurz gucken. Nö. Wenn ihr dagegen spielt, ist es halt, hier ist der Ork. Welche Winkel sind für euch interessant? Ich gehe mal davon aus, dass man als Anfänger auch ein bisschen weniger Nahkampf spielt, sondern auch ein bisschen eher auf Schießerei geht. Hier habt ihr so ein riesiges Niemandsland, diese ganze Bereich hier. Könnt ihr gut abdecken, also von dieser Bereich hier ist für euch interessant, wenn ihr den covert. Dann habt ihr den Marker hier gesaved und der Ork, für den ist es schwierig, irgendwie hier viel guten Stuff hin zu platzieren. Und hier ist das gleiche natürlich auf der anderen Seite. Das heißt, wenn ihr quasi hier euch bereit macht und hier so ein bisschen, ja hier vielleicht nicht außen, sondern also hier so ein bisschen bereit machen, hier so ein bisschen bereit machen. Und dann könnt ihr diesen Bereich hier covern und diesen Bereich covern. Und dann diese drei Marker hier bespielen. Und der Ork hat einen relativ langen Weg, um irgendwie auch dann zu euch zu kommen. Das ist bei dieser Map ganz interessant. Es ist einfach der, es fehlt einfach der weiße Hain in der Liste. Ich finde ihn auch geil, Mossrock, aber ich finde ihn mittlerweile, glaube ich, zu teuer. Ich würde ihn nicht mehr mitnehmen. Der bockt, der ist geil, der ist auch, wenn ihr diesen Mossrock Skarkbad seht, Leute, sieht immer geil aus. Lasst euch von dem nicht so zu beeindrucken. Der ist, seine Haupt, ist dieser Ork-Boss auf diesem großen Skrigosaurer. Seine Hauptmission ist es auszuhalten, Dinge zu bedrohen, vielleicht mal ein Fahrzeug aufzumachen, aber sein Output ist überschaubar, weil er kommt nur mit minus 1 daher. Und wenn sein weißer Hai gut würfelt, dann macht er halt auch ein paar Devastating Wounds, ja, aber darauf kann man sich jetzt quasi nicht verlassen. Der sieht immer ein bisschen gefährlicher aus, als er ist und soll halt eigentlich eher nur Einheiten aufhalten und Nerven im Nahkampf halten. Genau, das ist das. Dann haben wir nochmal hier, na, jetzt habe ich was gewechselt, oder? Nee. Wieder mit der Charaktermission, wo man auf die Marker will. Da kann man hier super, also der Ork startet hier. Der bringt einmal Squiggo-Reiter auf diese Seite, ganz entspannt. Und hier, dann guckt er erstmal, was ihr macht. Und ja, hier wird ein Großteil eurer Armee stehen. Hier könnt ihr euch hier so auch noch drum kauern. Ja, da müsst ihr auf jeden Fall euch, glaube ich, eher für eine Seite entscheiden, dann über die Mitte und später vielleicht zum anderen. Das ist so ein bisschen der Plan. Also überlegt euch, welche Seite besser für euch ist. Ich kann mir vorstellen, dass die Seite hier ein bisschen besser ist. Genau. Und guckt, was der Ork macht. Der wird eher vielleicht nicht ganz so durch die Mitte gehen. Das heißt, hier seid ihr auch noch gut aufgestellt und könnt dann immer auf beide Seiten nochmal reagieren. So und so. Genau. Das ist das. Dann haben wir jetzt wieder die Crucible of Battle Missionen. Ähnliches Spiel. Ich sehe da, also gegen Orks ist jetzt, ist der Fokus einfach wichtig. Ihr müsst eine Idee haben, wie ihr die Fahrzeuge aufmacht, wie ihr damit umgehen wollt. Ihr müsst gucken, ob ihr Einheiten habt, um den Ork in der Bewegung einzuhindern. Das ist das einfachste Mittel, um was gegen den Ork zu machen, mit einer billigen Einheit den Weg zu stellen. Begeht nur nicht den Fehler, dass ihr sagt, ihr nehmt irgendwie so 4 Krothunde oder so. Das ist zu wenig. Das muss schon eine Einheit sein, die mindestens 5 Modelle hat, würde ich sagen. Und im besten Falle auch noch ein Modell da drin hat, das mehr Leben hat oder so. 2 Leben dann oder ein Sergeant oder was auch immer. Weil der kann auch da 2 Bomben reinschmeißen von den Skrigosaurern. Das macht er Ende der Bewegungsphase und dann kann halt der Bewegung. Und dann kann eine andere Einheit sich danach bewegen und dann durchgehen, wenn die weggemoscht worden sind von den Skrigos. Genau. Nicht darauf reinfallen. So, ja, und für die letzte Mission auch. Die letzte Mission ist übrigens ganz gut gegen Orks, weil das Kill-Killmore ist und so ein Orks haben halt nun mal viele Einheiten. Da solltet ihr auf jeden Fall immer Kill und vielleicht sogar Killmore abholen, halten und dann am Ende später, wenn ihr den ein bisschen ausgedünnt habt, mehr halten als der Ork. Das sind so die ersten Anfängertipps. Der Steezy fragt jetzt noch, schaffen Orks den Stat-Check gegen Chaos Knights? Ich würde sagen, also ich habe mein erstes Ork-Spiel auf einem Einträger gegen Chaos Knights gleich mit 1 oder 2 Punkten gewonnen. War schon sehr eng, hätte aber auch ein bisschen höher ausfallen können. Ich denke, es war aber okay. Können sie auf jeden Fall schaffen. Ist kein einfaches Spiel, weil die Knights, es hängt drauf an, wie er saved, ne, ein bisschen und wie du auch wundest alles. Das ist so ein bisschen das Ding. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall so ein 51% Spiel schon für die Orks. Weil die einfach mehr Stuff haben, die haben gute Sachen gegen Fahrzeuge dabei. Und deswegen würde ich sagen, ja, aber das muss man so ein bisschen üben, weil die Knights sind schon garstig.
Der Dayfly schreibt, ich glaube, am besten gegen Orks am Anfang Movement billig blocken und im Fernkampf zermürben. Genauso, ja. Genau ist das auch. Weil die Orks sind ausrechenbar. Immer nur, immer zwischendurch abfragen, hey, wie weit kommst du da? Was kannst du da machen? Hast du jetzt irgendwas, womit du mich hier so wie noch irgendwie böse bekommen kannst und so? Nee, aber das Beste ist so blocken, abschießen. Das ist sehr, sehr gut gegen Orks, auf jeden Fall. Gut, genau, mit dem habe ich euch heute vier Fraktionen gezeigt. Ich bin mit der, also ich habe gleich bei den Elder am Anfang ziemlich viel Zeit gelassen, muss ich sagen. Habe dann später ein bisschen mehr Gas gegeben, weil sich die Mission auch immer wiederholen. Gebt mir mal bitte gerne Feedback, wie ihr es fandet. Jetzt insgesamt erstens, wie war die Komplexität? War das für Anfänger geeignet? Wenn nein, was sollte ich vielleicht ändern, damit es noch besser für Anfänger geeignet ist? Zweitens, jetzt redet man natürlich sehr lange, macht einen Monolog, dies, das. War das trotzdem okay? Ein paar Mal auf Fastbild. Drittens, was würdet ihr sonst noch sehen? Wie war es von der Visualisierung? Das würde mich mal interessieren. Mit dem Whiteboard, generell die Folien, war das okay? War das etwas, wo ihr sagt, okay, da bekommt ihr Mehrwert? Das wäre für mich nochmal wichtig, weil ich dieses Format auf jeden Fall aufbohren möchte. Und würdet ihr es weiterempfehlen? Vielleicht da mal ein bisschen Feedback im Chat. Das würde mich jetzt zum Abschluss nochmal freuen. Harald sagt, weniger genau, genau richtig, wenn es weniger genau und es wäre zu verwässert, okay, genau, das ist immer so das. Das Örtliche sagt, die Listen lesbarer, aber du hattest es ja schon aufgenommen, das nehme ich mit, danke auf jeden Fall dafür. Krux sagt, waren gute taktische Einblicke und vor allem Gedanken hinter Entscheidungen, ja. Also wie gesagt, ne, das sind einfach meine persönliche Meinung, ich lerne auch gerne von euch, wenn ihr noch was habt. Floco sagt nochmal, super, erklärt, vielen Dank. Und das Örtliche habt ihr schon den Link während dem Stream ein paar Mal geteilt. Okay, was hast du denn selber gestreamt? Das würde mich interessieren. Ich glaube, ich habe dich das auch in dem Kommi irgendwie gefragt. Ist auf jeden Fall cool, wenn du irgendwas da restreamt hast. Ja, auf den Maps mit Aufstellung und Winkel ist schon recht hilfreich. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Es gibt immer so ein paar, also ich bin selber ein Spieler, der sehr viel Zeit immer in die Aufstellung reinpackt. Weil ich glaube, wenn du die Aufstellung gut machst, dann sparst du dir auf jeden Fall in den ersten Runden viel Bewegungszeit in den ersten zwei Runden. Das ist ziemlich wichtig. Deswegen, ja, guckt, wie es für euch da so am besten passt. Ne? Also am Anfang ganz wichtig, erstmal eine Idee von, also erstmal kennt eure eigene Armee, das ist super wichtig. Ja? Dann versucht ein Gefühl dafür zu bekommen durch Fragen, durch ganz normale, entspannte Fragen. Hey, was kann eigentlich deine Armee? So, ne, habe ich euch ja auch hier eine Anleitung gegeben. Ich gebe auch noch mal... Wo sind denn die Fragen? Habe ich die nicht reingepackt? Nee, okay. Stellt die richtigen Fragen. So, dann die Mission. Was muss ich erreichen? Was ist hier gerade so... Wie kann ich hier scoren? Dann kommen wir in Tactical, Fixed und Hast nicht gesehen. Und dann kommen wir so in Aufstellung mit der eigenen Liste, die Winkel und wie man dann scoret. Das ist so ein bisschen so die wichtigsten Sachen, wie ihr als Anfänger und auch als Familienvater oder jemand, der einfach normal das Hobby betreibt und ab und zu mal ein bisschen mehr sehen will, glaube ich, ganz gut machen könnt. Ich habe selber nicht sehr gedacht, ich meinte aber zu, das ist hier, okay, cool. Jetro fragt, also für Anfänger ist schon ein bisschen zu viel, für Turnieranfänger super. Also die schon einige Spiele gemacht haben. Ja, ich weiß, also... Ich will aber, ich habe am Anfang, glaube ich, noch mal mehr auch Sachen noch mal erörtert. Also wenn Anfänger heute dabei waren, Leute, dann gebt mir gerne Feedback, wie ich es vielleicht noch besser machen kann. Da gucke ich noch mal drauf. Und Luise sagt, in der Kürze liegt die Würze, passt sehr gut, bis die nächsten Kodizes rauskommen. Ja, safe. Also es ist ja halt, deswegen sage ich auch eine Momentaufnahme. Es wäre, glaube ich, am besten ein Balanced Data Slate kommt raus, also so ein Update kommt raus. Ich gucke mir das, aber war ja eigentlich so, ich gucke mir es einen halben Monat an, dann weiß man ungefähr, was heiß ist, was nicht heiß ist. Und dann gibt man für zwei Monate einen Ausblick, damit halt der, so müsste dann quasi der Durchschnittsspieler oder der Anfängerspieler viermal im Jahr sich diesen Termin immer reinziehen, damit er für das Quartal quasi gedeckt ist. Das ist so die Idee. Und in den anderen Streams gehen wir dann nochmal auf ein paar andere spezifische Themen ein. Mit dem Rot markieren, okay, welche Farbe soll ich sonst nehmen? Soll ich hier grün oder gelb nehmen? Das können wir gerne, das ist ja gar kein Thema, das sage ich mal zu ändern. Ja. Guti, Leute, ansonsten kann ich nur sagen, ey, vielen Dank für den Support. Wenn ihr uns bei YouTube noch nicht gefolgt seid, bitte folgen, sehr, sehr geil. Für alle, die heute reingesubbt und abonniert haben, das hat mich sehr, sehr gefreut. Das geht auch immer wieder rum in den Channel. Ihr werdet jetzt, ich glaube, nächste Woche... den Brand Revamp sehen. Mit dem einher werden auch neue Produkte kommen. Da wird es auch nochmal richtig geil, wenn ihr da Bock drauf habt. Was wird es alles so geben? Natürlich Würfel, Objective Marker und noch viele coole Sachen. Auch das neue Logo ist einfach richtig geil.
Dann Formate, habe ich für euch die nächsten 3 Wochen unter der Woche schöne Sachen vorbereitet. Bad Raps, ja, da kommt der Pirates nach der WM da in Atlanta im Dezember an den Start, werde ich ihn besuchen. Icarus nach wie vor auch, ich auch, da werdet ihr die verschiedensten Sachen haben. Da könnt ihr auch nochmal einstreuen, wie ihr es am liebsten schauen wollt, aus der Hand. Irgendwie wollt ihr lieber einen Stream, wollt ihr fixte Kameras haben, also wir sind da echt offen für alles. Wir wollen halt nicht stillstehen, sondern uns weiterentwickeln. Ansonsten bin ich aktuell auf Sponsorensuche für ein geiles Event im Ausland. Das wird auch richtig nice. Und was habe ich sonst noch für euch? Wahrscheinlich bin ich im Januar wieder bei Art of War in den USA. Ja, das wäre aber das. Aber ansonsten gerne einfach auch mal reinhauen oder so und kommentieren, was ihr für Formate jetzt hier im Anfänger-Donnerstag sehen wollt. Das wäre richtig nice nochmal. Dankeschön, Harald. Ja, Icarus ist einfach bester Mann, der hat so ein gutes Herz. Genau. Schreibt mir doch mal gerne, was ihr als Anfänger sonst noch sehen wollt. Mad Monsi, vielen Dank für den Follow. Guck mal, wir sind jetzt schon bei 416, 17 Followers. Sehr, sehr geil. 1000 ist der ist. 1000 fehlende Parate ist das Ziel. Habe ich hier, glaube ich, auch stehen. Genau. Mit dem würde ich sonst sagen, danke Leute, ihr seid geil, bleibt so wie ihr seid. Wir bringen das hier auf jeden Fall voran. Das Hobby ist auf einem sehr, sehr guten Weg, meines Erachtens. Mal kurz eine Off-Topic-Frage. Ich hatte auf eurem Stream die Objective-Marker gewonnen. Die Mail ist bekommen, ist angekommen, wenn, glaube ich, meine ich. Ich müsste jetzt noch. Ach nee, ich kann jetzt hier nicht reingucken, dann seht ihr die ganzen Mails. Ich gucke nochmal nach, aber ich sag Lim nochmal Bescheid. Ich denke schon, dass sie angekommen ist. Deployment. Genau. Wir stimmen jetzt heute, bevor wir rausgehen, nochmal ab, was wir nächste Woche besprechen. Ihr könnt hier mal Sachen reinhauen. Also Deployment ist jetzt die erste hier von Dayfly, worauf ihr Bock habt. Das finde ich schon mal gut. Schreiben wir auch schon mal auf. Schubidu, ich will so gerne. Reserve. Deployment. Also bei Deployment gehe ich mal davon aus, dass ihr meint generell, wie geht das, wann, wo, wie, ne? Und was wollt ihr bei Reserven wissen? Oh. Rapid Ingress für Dovis, geil, das ist auch schon so, schreibst Harald, du bist der beste Mann, ich sag's dir. Best für Dummies, gefällt mir auch gut. Reserve, wann, ob. Boah, das ist natürlich echt ein interessantes Thema, weil ich da auch öfter nochmal Fehler mache. Und ob, alles klar. Das sind doch schon mal 3 Sachen. Wenn ich noch, die nehme ich mal mit. Ich guck mal, ob wir alle 3 machen. Das sieht so aus, als kann man die, glaube ich, alle 3 in einer Session machen. Und so hangeln wir uns dann von Session zu Session zu Session. Falls man das allgemeiner machen kann, wie gut man in Situationen kennt, wo man von passiven auf den aggressiven Modus. Junge, das ist aber Krux. Willst du schon wissen? Situationen erkennen, um von passiv auf aggressiv, ne? Passiv, aggressiv umzuschalten. Okay. Habe ich auch drin. Und Target Priority, der Klassiker. Welche Einheit auf was schießen sollte. Oh, das ist auch geil. Welche Einheit, das ist echt geil. Das klingt immer so basic, aber welche Einheit sollte auf was schießen? Okay. Vermeide ich 2-mal einen 4er-Charge zu failen. Ja, also da musst du mal in die Kings of Dill Würfelschule. Das ist ja was ganz anderes. Würfel können wir gut. Das haben wir trainiert auf jeden Fall. Da hast du irgendwelche komischen Würfel und ich glaube, deine Technik, habe ich sie ja noch nicht live gesehen, aber kann ich mir vorstellen, dass wir da an deiner Technik, da gibt es so einen Unterspin, da können wir einiges nochmal so dran drehen. Und weil ihr es seid, gebe ich euch zum Ende her nochmal den Pro-Tipp überhaupt. Also, ihr seid jetzt in dieser Situation wie der T-Kane und ihr macht einen Charge, einen 4er-Charge und ihr failt den, ihr macht eine 2 und eine 1. Das ist jetzt nur mein persönlicher Tipp, ich glaube da dran ganz fest. Dann seid ihr nervös und denkt, ach scheiße, jetzt habe ich diesen Charge verkackt. Also nehmt ihr ein CP und ihr nehmt die gleichen Würfel und ihr würfelt wahrscheinlich genauso wie vorher, so wie ihr sie aufnehmt, ihr atmet nicht durch, sondern ihr nehmt die wieder so, wahrscheinlich in dem gleichen Winkel und macht die gleiche Technik und siehe da, oh, es kommt nochmal eine 3, wieder den Charge verkackt und ihr denkt euch, wie kann das sein? Und eigentlich gibt es eine ganz einfache Lösung dafür und zwar die erste Lösung ist, okay,
kurz durchatmen. Wenn ihr die gleichen Würfel nehmt, nehmt die und dann kennt ihr diese Handmassagebälle, die man so zur Beruhigung nimmt, nehmt ihr die und rührt einmal richtig geil durch und dann würfelt ihr nochmal. Das könnt ihr machen. Ich persönlich, ich gehe mal auf Nummer sicher, ich nehme andere Würfel, zwei andere Würfel, mach die Massagetechnik und würfel dann. Und siehe da, rums, zack, fertig, bin ich auf einmal im Nahkampf. Das ist eine sehr, sehr wichtige, also das hat mir sehr, sehr viel geholfen. Das ist vielleicht die Antwort für dich, die Kane. Mach das mal, gib mal Erfahrungswerte. Ich glaube, die Chance wird hoch sein, dass es zum Erfolg führen wird. Gegner würfeln lassen, ja, nee, das kannst du nicht. Wenn er nicht will, was machst du dann, Jethro? So, Leute. Ich wünsche euch alles Gute. Kuss auf die Nuss. Danke für die Inspiration. Richtig Bock gemacht. Genau. Wir sind für heute raus. Ich glaube, ich bringe es auch nochmal auf YouTube. Und damit der ein oder andere nochmal da, dass der nicht Twitch hat oder nicht drauf aufmerksam war, da was machen kann. Und das Örtliche, wenn ich beim Fireback lauter Leute sehe, die die Würfel so massiert, ja, da wirst du auf jeden Fall deutlich weniger Flüche hören. Denn ich bin ja immer für eine bessere Welt. Also, ich bin mit denen raus. Gute Nacht, Leute. Lasst es knacken. Ich bin euer Adamus von den Kings of the Hill. Anfänger Donnerstag. Let's go. Dankeschön. Ciao, ciao.